TV Straßensound. Ein Album geht Gold, dann geht der Rest nach Gold. So. Müsste man mal drüber reden mit Selfmade Records, wo ja wie viele CDs da jetzt verkauft worden sind, bla bla bla. Und auch, ob die mal Interesse hätten, mir einen Check zu schicken, so. Verdienst du kein Geld mehr von deinem alten? Ich verdiene gerade gar nichts damit. Hip-Hop ist immer Freundschaft, Hip-Hop ist Gewaltlosigkeit, Hip-Hop ist intelligent, Hip-Hop ist Harmonie, Hip-Hop. Deswegen weiß ich nicht, von Kollegen weiß ich soweit eigentlich überhaupt gar nichts. Was auch okay ist, so. Weil wenn das Schicksal es so will, Alter, dann sage ich das natürlich nichts. Trotzdem, wenn du 18 Millionen hast, Bruder, gib mir mal 1 Million, Alter, willst du nicht bereuen, so kriegst du 2 wieder. Also mir wurde tatsächlich nicht geholfen, irgendwie von den 257ern, also darum geht's nicht. Nicht so Herr seiner Sinne, macht Sachen, die er eigentlich nicht machen sollte und so. Es ist ein Stück weit auch vergeudetes Talent. Der Junge war mal auf Platz 1. Und ich habe eine goldene Schallplatte, das ist beim Jobcenter irgendwie kein so. Die sagen ja, das ist nicht anerkannt. Die Beleidigung gegen Kool Savas, weil das hast du dann auch im Nachhinein ein Stück weit revidiert. Natürlich habe ich das revidiert, man kann gegen Kool Savas nicht. Das ist schon krass. Das ist schon sehr, sehr krass. Guck mal, der hat aus einer Mülltonne gegessen. Aus einer Mülltonne. Als Goldrapper. Nur weil Leute sagen im Internet, ja, wir haben Faith voll geholfen, stimmt das nicht. Das war, wurde mich auch gesagt, dass der 2007 das irgendwie meint. Kommt dein Lächeln so in dein Gesicht, wenn du einen alten Kollegen wie Casper im Radio plötzlich. Ich fand den Song jetzt nicht so ganz so geil. An anderen Rapper mache ich auch immer, was hat Sido jetzt, was ich nicht hatte. So. Ja, aber Hip-Hop sind keine Nazis. Ich boxe Michael Jackson normal. Nazis normal. Passen überhaupt niemals in Hip-Hop rein. Das ist das Dümmste, was Nazi dürfte keine CD auf. Ich war mal Psychiatrie. Boah, da gibt es keine. Da fängt das Ganze an, so dieses Ganze, worüber man nicht reden kann irgendwie. Du hast deine Eltern im Alter von 12 Jahren verloren. Richtig. Aufgrund eines Brands, aufgrund eines Kabelbrands. Willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu TV Straßensound. Heute aus Essen mit Europas wichtigsten Mann, Faith. Was geht ab, Favorite? Alles gut? Alles klar, jo. Was machen Sachen? Nichts Besonderes, Alter. Ich wollte mich auf jeden Fall mal wieder melden, irgendwie offiziell, bei einem offiziellen Portal so. Und da warst du dann halt irgendwie jetzt der Man. So und mich mal melden, einfach, dass es nicht heißt, ja, warum meldet er sich nicht so? Weil es natürlich so ist, dass ich schon Bock habe auf Rap und so und blablabla und wir werden sehen, so was weiß ich. Deswegen schöne Grüße, hi, was geht ab, Leute? Hi. Wir haben das Interview wirklich schon lange angesetzt. Seit fast Anfang des Jahres haben wir schon bei Insta geschrieben. Okay. Und du meinst, ey, ich kann das erst ab so Mitte Dezember machen. Ja. Warum hast du so lange Zeit gelassen und warum gerade so ein Termin? Weil man muss reif sein dafür. Ja, also die Themen, die man im Kopf hat, müssen die richtigen sein. So. Mhm. Wenn ich nicht rap-fokussiert bin, was will ich jetzt, was will ich mit euch so? Es muss dahin wieder, dass es um Rap gehen kann, so, dass ich sagen kann, weißt du, die Themen, die müssen die richtigen sein, so. Und darum ging's. Und das ist jetzt der Fall. Kann ja dann, dass man irgendwas anderes zu tun hat, so. So, und deswegen, die Zeit muss reif sein für sowas. Safe. Wenn die unreif ist, die Zeit ist natürlich schlecht, so. Die Zeit wäre unreif gewesen. Was waren das für Sachen, die dich vom Rap abgehalten haben und die dir quasi Probleme im Kopf gemacht haben, dass du noch nicht reif warst? Ja. Man muss gewissen, was soll ich sagen, DMT-Pegel haben, ich weiß es nicht, um kreative Prozesse anzugehen, so. Und der muss stimmen, der Pegel, so, und sobald der stimmt, geht dann natürlich wieder alles, so. Kann man so sagen, so würde ich es jetzt formulieren. Ansonsten weiß ich es auch nicht. Ich weiß nicht, ob das mich irgendwas abgehalten hat oder so. Aber es muss erst schnacken. So, in seine Spannungen, die man muss als Rapper eine gewisse Spannungen haben, so. Und in die Spannungen wieder reinzukommen, so. Und dann kann man das machen. Und ich war da raus, was gut war, um neu reinzukommen, gehäutet. Das macht also alles Sinn, so. Rap Evolution und dass man in die Spannung wieder reinkommt und dann kann man auch was sagen, so. Wie hast du dich in diese Spannung und in diesen Trott wieder reingebracht? Die kommen eh von alleine, man muss nur warten. Man muss nur warten, man muss dafür nichts machen. Man muss einfach nur warten. Als Favorite muss man nur warten, bis es wieder soweit ist. Es baut sich wieder auf und wird dann in super. Es wird dann nicht normal so. Die Spannungen waren normal, die waren natürlich auch trotzdem krass so, aber jetzt kommen die wieder in die Spannungen, kommen wieder dieselben Spannungen in super. Weißt du so? Ein Level höher, ganz einfach so. Ja, weil genau so was ist möglich und das habe ich gemacht. So was ist möglich, das wird man auch hören so. Darum geht es natürlich. Die wichtigste Frage ist natürlich die Einstiegsfrage, die ich heute auf jeden Fall auch sehr, sehr ernst meine. Erstmal, Faith, wie geht's dir? Weil viele Leute haben deine Livestreams gesehen, sich gedacht, ey, Faith ist gerade nicht so Herr seiner Sinne, macht Sachen, die er eigentlich nicht machen sollte. Und so, es ist ein Stück weit auch vergeudetes Talent.
Der Junge war mal auf Platz 1 und der Charts. Deswegen bin ich, deswegen habe ich mich gemeldet jetzt hier. Ab jetzt wäre tatsächlich das so gewesen, dass es vergoldet wäre so. Ist aber nicht der Fall, wir klären das jetzt so, weißt du, und ja. Deswegen. Aber wäre jetzt tatsächlich der echte ernste Zeitpunkt gewesen, dass das jetzt so wäre, aber es wird nicht im Sande verlaufen so. Weil ein Mensch halt schlau ist, sorry. So, ein Mensch, weißt du, er ist halt schlau. Das ist auch hier der Fall so. Deswegen. Also wie geht's mir? Gut. Genau, wie geht's dir? Ja, mir geht's gut. Mhm. Ich kann mich nicht beklagen. Ja. Was als Konsequenzen kommt, kann auch nicht schlecht sein, weil man ist gut, ein guter Mensch und macht alles, egal was weiß ich, was auch ist so. Und auch wenn es schwer ist, aber es geht einem gut so. Verstehst du? Man ist die Härte und klärt das. Was mich auf jeden Fall hier positiv überrascht hat, ist so normal. Viele Leute haben halt deine Livestreams gesehen, deine TikTok-Videos, haben viele Sachen runtergepostet und ich kam hier rein, ich habe etwas Schlechtes erwartet, aber ich wurde positiv überrascht. Mhm. Du lebst hier in einem vernünftigen Umfeld. Mir fällt es auch auf, dass hier wirklich alles sehr, sehr sauber ist. Ja. In deinem Wohnraum. Ihr achtet auf sehr viele kleine Details und die Leute haben halt auch so etwas Falsches dargestellt. Dein Kollege gerade meinte auch von wegen hier Crackbude, dies, das. Ist Internet. Bro, hier ist alles anders. Die natürlich. Ist zwar sehr süß hier mit den ganzen Star Wars Sachen und Figuren. Da kommt die Fantasie besser klar so. Fantasiedeckung ist das. Ja, wie siehst du das? So die Außenwahrnehmung von dir? Wie meinst du? So von mir, dass sagen hier Crackküche, dies, das, da wohnt. Dass sie im Internet Scheiße labern so und dass sie das vor allem niemals machen würden, weil da sonst was passiert, so ist klar so. Weiß ich nicht, also ich will jetzt nicht Gewalt, also Hip-Hop ist immer gegen Gewalt so. Natürlich, Hip-Hop ist ein Movement, das immer sagt, niemals Gewalt, das ist Hip-Hop immer, 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 aber manche Leute im Internet, bitte, Spaß, aber ich weiß nicht, die labern halt ein bisschen Scheiße, ich weiß nicht, warum die das machen. Hauptsache, man wird nicht selber so einer. Mhm. Oder so eine, noch schlimmer. Verstehst du? Ja, safe. Hütet euch, Alter. Aber dafür ist Internet, ich weiß nicht. Kennst du Jane Silent Bob, der Film, wo die im Internet, die suchen die Leute und wollen die alle verprügeln? Silent Bob, bester Film. Ja, ja, ja. So. Wahrscheinlich die schieben den Film Jay Silent was bei sich. Und sollen sie machen. Hauptsache ihr schiebt Filme, aber die Realität ist natürlich eine andere so. Hm. 2020 kam. Ich meine, ich rap aus Humor, vielleicht schneiden die mal Humor aus, ich rap aus Humor, ich rauch Crack natürlich so, bla bla bla. Aber ist keine Crackhülle hier so, weißt du, verstehe? Nochmal. Bist du auf anderen Substanzen? Nee, gerade gar nicht. Halt aber wenn dann Alkohol, würde ich sagen so. Ja. Alkoholisiert bin ich schon öfter. Ansonsten mache ich gerade gar tatsächlich nichts so. Und in der Vergangenheit? Gut ist für den Stoffwechsel, mal einen anderen Stoffwechsel reinkommen. Zum Beispiel gehört auch dazu, dass ich sage, ich habe hier meine Rapper-Spannungen rausgenommen und komme auf einen anderen Stoffwechsel wieder. Das alles so. Und da kannst du nicht immer peppen, hast du nicht gesehen, dann muss alles mal wechseln. Und einen anderen Stoffwechsel mit einer neuen, eine Superspannung mit einem neuen Stoffwechsel hast du nicht gesehen. Irgendwie so, das kann ich dazu sagen. Was waren das in der Vergangenheit für Substanzen, auf denen du warst und wo du dann gemerkt hast, ey, da muss ich jetzt was ändern, so, weil da komme ich aus meiner Spannung raus. Ich glaube, das ist das Wort, also, was du am meisten benutzt hast hier im Interview bis dato. Vielleicht auch dein nächster Albumtitel. Ich habe oft natürlich Amphetamin genommen, so, aber ist alles Vergangenheit, blablabla. Und wäre auch langweilig, wenn man jetzt das schon wieder, ich muss auch Dings, man kriegt da davon kalte Gliedmaßen, ich muss ein bisschen warm werden, so, an gewissen Organbereichen, so, da dass sowas geht, irgendwie habe ich das Gefühl. Mhm. So. Ja, aber schau mal, das ist so ein Thema rund um deine Person, wo viele Leute sich denken, okay, der hat sowas vielleicht mal getan, aber er ist davon jetzt auch das anscheinend stimmt. Wieder runtergekommen. Ich bin gänzlich davon, wie hast du das hinbekommen? Das zum ersten Mal, ja, das geht, wenn es sein muss, geht das einfach. Wenn es sein soll, auch ein wenn Tipp du an deine sollst, wenn du peppen sollst, dann peppst du, wenn du nicht peppen sollst, geht das, das ist auch kein Problem. So. Es geht einfach, was du sollst, geht sowieso. Weil du bist ein Mensch. Der Mensch kann alles so. Verstehst du? Ein Mensch hat keine Probleme. So. Außer Hitler kommt an die Macht, Alter. Dann gibt es nur Probleme. Aber das klären wir natürlich auch so. Deswegen. Alles cool. Ich checke. 2020 kam von dir ein sehr, sehr wichtiges Statement. Das hast du in einer Insta-Story publik gemacht. Du hast gesagt, ey, hier, das ist mein Karriereende. Und
dass du dich auch ein Stück weit darauf freust, deine Karriere zu beenden. Hm. Was war das für eine Freude und warum hast du das gebraucht in dem Moment? Die ganzen Dimensionen müssen mal weg auch, genau wie die Spannungen. Und aber es wäre natürlich jetzt im Endeffekt zu schade, jetzt Favorite nicht mehr rappen zu sehen. Und ich habe auch eine Fanbase, eine aktive, so, die wird auch nicht kleiner. So, das ist wie böse Onkels, so, wer einmal Fan ist, der bleibt da auch Fan, so, und das ist nicht witzig. Und das alles, dieses ganze Fundament und das Potenzial da drin, das das kann ich nicht bringen und deswegen bin ich auch hier so. Habe ich euch bitte hierhin eingeladen. Genau, eingeladen, richtig. Um zu sagen, ey, eigentlich, man darf, sollte das, ist zu wertvoll so und zu geil auch, um das jetzt sein zu lassen. Safe. Okay, safe. Genau, das meine ich so. Digga, allein, guck mal, wir haben dein Foto gepostet und ich hätte nicht mit dieser Resonanz gerechnet. Ey, mich haben so viele Leute angeschrieben, so antelefoniert, dies, das, was geht ab, Faith, dies, das, ist ja wieder am Start. Ich sage, wir machen ein Interview und danach wissen wir alle mehr. Ja. Und voll viele Leute erwarten auch etwas von dir. Ja, gerne, gerne. Ich mache das gerne so. Ich bin aber jetzt gerade ohne Label. Es gibt ja kein Segment Brackets mehr. Man müsste irgendwie was labeln. So, und dass die auch ein Signal bekommen, diese Labels, welche auch immer das sind, so, dass ich bereit wäre. Was muss ein Label dir bieten und was kannst du einem Label bieten? Ich kann dem Label alles bieten. Ich kann dem Label alles bieten. So. Hast du fertige Songs? Ich habe ich hab ja im Internet immer Songs veröffentlicht, zum Beispiel Hexenbesen, Tränen der Angst, Tod, Wir beide oder wie das immer hieß, oder Wir sind. Also da kamen immer wieder Songs, so, die könnt ihr euch gerne anhören, die im Internet zu haben. Oder Big Business, kann man alle Favorite die Songs hören oder Wie noch nie. Das wäre jetzt meine, wo man sagen muss, okay, wenn man die Songs hat, okay, die habe ich jetzt einfach mal so rausgehauen, einfach mal so im, aus dem FF irgendwie oder nebenbei mal so. Und die sind übertrieben krass, die Songs, kann keiner was sagen so. Und wäre dann meine Bewerbung, oder ich boxe Michael Jackson so. Das sind Songs, so, das ist, was gab es vorher nicht. Dass einer in den Dimensionen über irgendwas Rap redet, das gab es vorher nicht so. Das kann man gerne weiterführen. Und was ein Label, ich brauche, natürlich brauche ich einen Vorschuss so, am besten Major-Label-Vorschuss. Und bei Selfmade Records haben wir das nie so gemacht, ich will das ein bisschen anders haben so, weil wäre ja auch cool, ich bin auch jetzt Gold-Act eigentlich, ich habe eine goldene Schallplatte, 140.000 verkauft mit Neues von Gott. Was danach kam, im Studio, wir waren Selfmade Records, war ja so, es war Studio und Büro, ich war im Studio halt tätig, Studio hat alles perfekt gemacht. Wenn da irgendwas verkackt wurde, dann kann es nur das Büro gewesen sein. So. Wenn die zum Beispiel zu wenig Platten pressen oder zu wenig, habe ich jetzt auch gehört, wir hatten Vinyl nur 7 Stück bei Saturn in Essen gestern, wo die Leute was haben wollten, wurden die nur mit 7 Stück beliefert, dann ist klar, dass man nicht Gold geht. So. Dass da ein Label kommt, die wird auch richtig beliefert und dann auch die Promo richtig macht. Die Mucke wird stimmen, so. Keine Frage. Ich brauche nur Cash, Alter. Dadurch, dass ich keine Geldsorgen habe, dass ich weiß, alles klar, das ist safe, ich habe keine Sorgen und dann gebe ich Gas, Alter, und dann ist alles Zerstörung möglich, so. Keine Frage. Was für eine Summe dann steht bekommt da im Raum? Boah, gute Frage. Ja, wie viel brauchst du Vorschuss? Wenn du jetzt eiskalt morgen ein Angebot in dein Postfach reinbekommst. Weil es kann sein, dass viele Labels sich das hier anschauen und denken, ey, mit Faith könnte man eigentlich arbeiten, aber wir wissen halt nicht, wie der Typ drauf ist. Auf einmal lässt er uns hängen, wir zahlen den Vorschuss. Nee, das geht nicht, das ist ja klar. Weil das ist ja das Allerwichtigste. Da geht ja darum, ich will ja auch kein Loser sein. Ja. Schon allein deswegen. Also selbst wenn ich jetzt Geld, natürlich muss ich das Album abliefern, ist dann der Vertrag so. Du kriegst Geld, was weiß ich, Alter, also das müssen schon mehr dann als 200.000 so. Das auf jeden Fall, weil du weißt, ich bin Goldkünstler und ich werde auch nicht niedriger so. Und dass man echt mal so mit 50.000 hätte ich, was sehe ich mit 50.000? Das ist zu wenig, das ist sofort weg, Alter. Deswegen, man kann viel machen, wie gesagt, ich weiß es nicht. Ja, ich denke mir mal, wenn man das richtig angeht, ich kann verdoppeln, oder wenn ich schon 2 von 7 das Platin gehen oder was. Wo ist das Problem? Verstehst du? Das ist auf jeden Fall eine Ansage. Natürlich, auf jeden Fall haben natürlich. Die 257ers in den letzten Jahren auch gut rasiert. Und jetzt sage ich auch nichts gegen so, um Gottes Willen, Alter. Ich sage so gegen gar nichts, gegen niemanden was so. Es gibt kein Toll. Verstehst du? Es gibt keinen Loser, es gibt keinen, das gibt es alles nicht so.
Es gibt auch Geschmacksnerven und Geschmackssinne und was man will, bla bla bla, okay, bla bla, darüber lässt sich aber streiten, ist okay. Nee, guck mal, dass es bei dir knallen könnte, das steht gar nicht zur Frage. Das natürlich, könnte passieren. Natürlich. Weil nee, in der Vergangenheit warst du einer der größten Rapper. Wenn man das richtig macht, muss das sogar passieren. Ja, wenn, wenn man es richtig macht. Wenn man alles richtig macht, wenn alle Dings richtig macht, muss das. Es gibt eine Sprengstoffformel so und der Böller knallt, Alter. Das gibt's auch hier. Ja, aber wenn kein Funke dabei ist, dann wird's schwierig. Deswegen natürlich, ja, muss natürlich da auch was passieren, gerade rund um die Sache. Also Leute, falls ihr Bock habt, mit Favorite Storm zu arbeiten. Exakt, es gibt auch Investor, Boy. Genau, genau. Und, Investor irgendwie oder irgendwas. Das hier, was ich glaube, bei dir wäre es sogar das Intelligenteste, wenn man in eine Labelstruktur reingeht. Das sagt, ey, Faith, hier, bitteschön, komm her. Von mir aus, wir nehmen das Album auf irgendeiner Insel auf. Ja, einen Monat lang durchziehen. Schön bam, bam, bam. Schön Malle. Nicht mal Malle, nehmen wir Menorca, die Nachbarinsel, damit es ein bisschen ruhiger genau, ist. Genau, 15 genau. Nein, es geht nicht darum, Party zu machen, darum geht es nicht. Ja, genau. Ich bin auch Malle der Ruhigste, kein Problem. Wenn ich fokussiert bin, kein Problem. Darum so ein Album wirklich aufnehmen, einen Monat Party Gas geben. Party ist Studio-Party, wir haben immer nur... Party kannst du danach Release machen. Party ist, so. Wenn wir aufnehmen, ist trotzdem Party. So, ohne dass Party ist, scheißegal. So, wir haben, es ist einfach perfekt so. Verstehst du? Der perfekte Aufnehmen-Drache. Was weiß ich. Der Aufnehm-Drache, Drachenlord-Modus. Drache. Guck mal, lass uns mal dieses Thema kurz abarbeiten. Warum hast du damals mit der Musik aufgehört? Was war da der Punkt? Dass also, ich habe aufgehört, es ging darum, dass... Du hast ja gesagt, ich höre auf mit Musik. Ja, musste ich auch sagen. So. Warum musst du das sagen? Wie gesagt, um die Dimension neu hochzufahren. So. Hm. Da muss man das echt sagen. So. Man kann nicht sagen, ich höre damit nicht auf, dann gehen die Dimensionen nicht weg und dann kommen die auch nicht frisch wieder. So. Yeah. Dann hat die Evolution nicht stattgefunden, das kann ich nicht verpassen, so, weißt du? Bist du ein spiritueller Mensch? Natürlich. Dass du dich ganz mit solchen Sachen... Es gibt Spirit, natürlich gibt es Jenseits, natürlich gibt es Metaphysik, natürlich gibt es Gott, so, das ist alles klar. Ist alles gesund, gesunde Tatsachen und das Herz weiß es. Das Herz ist was Reines und es gibt nur was Positives, pure Positivität, so, und alles Negative kann nur verlieren, so. Ja. Wir haben vorhin schon so ein bisschen über deine Eskapaden geredet, über Drogen, dies, das, Alkohol. Gehört das mit zu Favorite, wenn man jetzt über dich als Drittperson redet? Wenn man jetzt wirklich sagt, okay, du außen vor, du siehst jetzt den Favorite auf dem Bildschirm. Ist das der Charakter? Guck mal, also Genussmittel. Ne? Irgendwie, man kommt zu Genuss durch Alkohol. Hm. Besonderen cool. So. Und die Genießersinne wollen das. Die Genießersinne greifen nach irgendwas so. Das ist auf jeden Fall, das ist bei Favorite auf jeden Fall so. Mhm. Dass die Genießersinne nach bewusstseinsverändernden Drogen erweitern oder es macht immer natürlich, man zieht kein Rattengift oder man trinkt kein Rattengift, wovon man jetzt dumm wird. Wovon man sich vergiftet und stirbt und wovon man krank wird. So. Ich nehme niemals was genommen. Wovon ich krank werde. Mhm. Es ist immer ein gesundheitsbringender Aspekt dabei. Also man wird niemals etwas nehmen, was einen nicht irgendwie gesund macht. Was die Lage halt verlangt, so kann man sagen, so rückwirkend auf jeden Fall. Was die Lage verlangt, Alter, was soll ich dir sagen? Und ich habe weder einen Herzfehler noch irgendeinen Hirnschaden oder sonst was davon getragen, natürlich nicht. Sondern es wächst, was weiß ich. Okay, aber du kannst nicht sagen, dass es alles nur positive Effekte hatte. Weil natürlich, vorhin meinte dein Kollege, ey, natürlich. Ich habe Faith an einem Punkt getroffen, da ging es dir nicht gut. Hä. Was war bei dir der tiefste so, Punkt mit so. Alkohol etc.? Aber nein, aber ich war nie alkoholkrank oder so. Hm. Verstehst du? Es kann sein, dass das, also auch ein gesunder Mensch zum Beispiel ohne Geld ist auch krank, so. Weißt du, wie ich meine? Oder ein gesunder Mensch ohne Freunde ist auch krank, so. Hm. Irgendwann, so. Hast du keine Freunde mehr gehabt? Nein, doch, also ich will nicht sagen, dass ich keine Freunde gehabt hatte, aber... Das ist ja nichts Schlechtes. Nein, normal, natürlich, man braucht auch nicht... Also ich kann auch ohne Freunde der coolste Mensch der Welt sein, so, kein Problem, so, weißt du? Ist ja nicht so, dass die Leute mich lassen, weil ich irgendwas falsch mache oder so. Ja. Oder weil ich stinke oder so, verstehst du? Sondern es ist einfach, manche Kontakte waren nicht mehr verfügbar. Wie ich tatsächlich auch für die Welt nicht verfügbar war, so deswegen melde ich mich wieder und melde, ich wäre verfügbar jetzt, so, weißt du? Mhm. Und dass ich euer Freund bin, wisst ihr auch. Und ich weiß auch, dass ihr meine Freunde seid und hast du nicht gesehen. Liebe Fanbase da draußen und gib ihm, Alter, so.
Aber was jetzt Tiefpunkt war, da wo du wirklich sagst, ey, mir ging es da wirklich scheiße und da wünsche ich keinen anderen Menschen. Da muss man auf jeden Fall sagen, so die letzte Zeit war kein Zuckerschlecken für mich so und das war echt scheiße so. Und tatsächlich so, wenn man jetzt, dass da keine Hilfe kam, außer von Real Man so, stimmt auch absolut. Das muss man sagen und es war nicht so, dass ich die letzten 5 Jahre in Florida war, Alter, und hab mir den Schwanz lutschen lassen von irgendwelchen geilen Supernutten. Hm. Das war nicht der Fall. So. Es war schon Absturz-Ghetto, Alter. So. So. Aber. In welchem Verhältnis hast du gelebt? Ja. Und von wem hast du Hilfe erwartet? Nein, also ich erwarte sowieso eigentlich keine Hilfe so. Aber es war jetzt nicht so, dass Hip-Hop-Netz zum Beispiel, wenn jetzt Selfmade Records sagen könnte oder die Selfmade Records Homies irgendwie mal geholfen hätte oder so, war auch nicht der Fall. Ist auch scheißegal. Das hat wohl alles seinen Sinn und Zweck. Im Endeffekt so. Und sehen wir das mal als Ausbildung von Mutter Natur, schicksalsgemäß, hast du nicht gesehen, so und so, so und so. Nur weil Leute sagen im Internet, ja, wir haben Faith voll geholfen, stimmt das nicht. Das war, wurde mich auch gesagt, dass der 2007 das irgendwie meinten, die hätten mir voll geholfen, das stimmt tatsächlich nicht. Ein bisschen bei der Wahrheit bleiben so. Ich will ja jetzt keinen anschwärzen oder so eine Scheiße, aber es muss ein bisschen Wahrheit so dabei sein, sonst, was weiß ich, was wir sonst sind so. Mhm. Wenn wir nicht der Wahrheit dienen und uns in Lügen verstricken oder was weiß ich, oder vielleicht was Notunwahrheiten. Ich bin jetzt kein Lügner, es kann sein, dass irgendwie die Umstände machen, dass du Notunwahrheiten sagst so. Mhm. Dann bist du kein Lügner, weißt du, so, aber ich habe keine Ahnung. Die Wahrheit entspricht es nicht. So. Ja. Ich bin ja auch bei Reman. Reman hat hier das klar gemacht, dass ihr kommt, so den Kontakt hergestellt, was auch cool ist. So. Ja. Deswegen hole ich den auch gleich nochmal kurz rein. Genau, den holen wir. Weil ich mache auch Feature mit dem und dass ihr schon mal das Gesicht seht, so, weil das wäre jetzt dumm, diese Bühne hier jetzt für ihn nicht einmal kurz zu nutzen, wäre jetzt auch irgendwie nicht kluge Business Move. So. Safe. Ne, deswegen. Den werden wir gleich auch noch mit reinholen. Genau. Warst du in Therapie in den letzten Jahren? Nein, ich war nicht in Therapie, habe ich nicht nötig gehabt. Also. Nein, also dass jetzt einen Dritten bräuchte, um oder einen Therapeuten oder so, nein, oder einen Arzt oder so nicht. Nein, darum ging es nicht. Ich war nicht krank. Ich war. Es war Transformation oder so. Mhm. Ich weiß es nicht. Wie blickst du auf deine Karriere zurück in der Retro-Perspektive, wenn du siehst, so irgendwie deine Chart-Erfolge, deine alten Musikvideos? Weil, guck mal, lass uns mal ein Stück weit das durchgehen. Anarcho, Platz 24, Christoph Alex, Platz 4, Neues von Gott, Platz 1, Alternative für Deutschland, Platz 15, die ganzen Chronic-Sampler. Aber da Platz 15 nochmal, wollte ich sagen, bei Dingens, bei der letzten, da lief irgendwas dann von der Promo vom Büro aus her nicht, Alter, das kann nicht sein. Und normalerweise machst du so, normalerweise sowieso so, wenn eins seiner Alben Gold geht, geht der Rest nach Gold so. Hm. Normalerweise müssten die, und das ist natürlich von der Famous her so, die kaufen dann alle CDs. Eigentlich müsste alles für das Gold sein. So. Also ich weiß nicht, wo hier der, ob da man mal, wir werden sehen. Mhm. Aber normalerweise ist so, ein Album geht Gold, dann geht der Rest nach Gold. So. Müsste man mal drüber reden mit Selfmade Records, wo ja wie viele CDs da jetzt verkauft worden sind, blablabla. Und ob die mal Interesse hätten, mir einen Scheck zu schicken. So. Verdienst du kein Geld mehr von deinem alten Album? Ich verdiene gerade gar nichts damit. Nee, genau. Warum? Richtig, weil du dich nicht drum kümmerst oder weil kommen die nicht auf dich zu? Die kommen auch nicht auf mich zu. Wir sind jetzt so weit, dass wir das auch jetzt ansprechen. So. Und dass wir natürlich gucken, wie gesagt, die Dimension kommt zurück und dann kann man auch machen. Wofür du keine Dimension hast, kannst du auch nichts machen. So. Wirst du sehen. Die Dimension kommt wieder und es wird natürlich geguckt, dass wir das jetzt schon thematisieren. Das war niemals Thema, wovon du keine Dimension hast, kannst du auch keine Thematisierung haben. So. Und dass wir das jetzt auch ansprechen und natürlich werden weitere Schritte folgen. Ich hoffe, dass Selfmade Records sich einfach mal meldet. Die haben mich vor kurzem auch kurz gemeldet irgendwie, aber das war nicht ausreichend so. Was wollten die von dir? Aber die wollen mir 2 Platten schicken, die ich mir auch kaufen kann bei Saturn. Obwohl kann ich ja nicht, weil die haben die ja nicht richtig beliefert. Okay, aber ich will keine 2 Platten, ich will was anderes, verstehst du? So. Aber immerhin ist es auch da, muss man sagen, so, dass die Annäherungen wieder stattfinden.
Das war auch unmöglich so. Vor 2 Jahren war das unmöglich zu denken, dass es sich irgendwas bei mir melden könnte. So. Oder dass ich hier sitze mit dir, war auch für mich unmöglich so. Jetzt ist es wieder possible. Und es wächst weiter und wir werden den Muffin kocht, der Muffin backt auf. Und ihr seid alle gespannt so. Safe. Also mal zurück zur Frage, wie blickst du auf deine Karriere zurück, wenn du die ganzen Chart-Erfolge siehst und deine eigenen? Meine Karriere war cool, im Endeffekt auf jeden Fall, so kann ich nicht, hab ich alles erreicht, was, oder noch mehr, das schlimmer als ich es mir hätte erträumt als 16-Jähriger. Und nur der Kohlekontakt, das Geld muss mal hier auch irgendwie mal langsam ankommen wieder so, weißt du, so dann ist okay. Safe. Du warst Teil eines der erfolgreichsten deutschen Labels. Selfmade Records. Zu Beginn warst du sogar das Zugpferd neben deinen Kollegen. Was war das für eine Phase für dich, als Jugendlicher dort gesigned zu werden und das dann zusammen aufzubauen? Weil zu Beginn war das ja auch nichts Großes. Es wurde groß mit der Zeit. Ja. Anfang ist immer teuer und was Schweres. Wie alt warst du, als du gesigned wurdest? Wie alt war ich da? Ich weiß nicht, also ich mach seit 15, 16, 17, dann war ich irgendwann, wie alt war ich, als ich gesigned wurde? 18, glaube ich. Und irgendwie war das klar, man konnte den Braten riechen so, dass da was ginge. Man hat natürlich eine gewisse Intuition und ahnt, wo Chancen sind und wo nicht. Und wächst dann da irgendwie rein und gerät da rein so. Ansonsten, ja, im Endeffekt kann ich mich nicht beschweren. Im Endeffekt kann ich mich beklagen. Es könnte sein, dass ich mir sagen kann, okay, es gab natürlich auch im Aufbau, aber das Haus baut sich, so, weißt du, und Hausbauen ist vielleicht nicht das Einfachste so, aber die Bausteine kommen und die werden verbaut und irgendwann tatsächlich hast du eine geile Villa so. Und dann ist geschehen. Deswegen kann ich mich nicht beklagen. Hast du dir deine Villa kaputt gemacht? Nein, die sind kaputt. Nee, niemals. Man geht an die Villa. Die Villa geht, glaube ich, gar nicht kaputt. Ich weiß nicht, wie man. Man müsste sich selbst kaputt machen, um die Villa kaputt zu machen. Mhm. Man macht sich aber selbst nicht kaputt. Man hat einen gewissen Selbsterhaltungstrieb, Alter, und der ist immer vorhanden. So. Da kann man nichts gegen machen. Stehst du noch in Kontakt zu deinen alten Label-Homies oder gar zu nicht, den Managern etc.? Gar nicht, genau. Ich habe gar keinen Kontakt dazu. Ja, aber es gab Annäherungsversuche, wie gesagt, von Selfmade Records. Ich hoffe, die sind irgendwann so weit auch. Vielleicht bauen die mit gerade auf, dass die mir mal einen Scheck schicken, der mich zufriedenstellt. So. Wäre schon mal was Tolles. Ansonsten, ihr wisst ja, Investoren und hast du nicht gesehen und Labels, Vorschuss, Major von mir aus, kein Problem. Ich liefere ab. Also anders als es dargestellt wurde, habe ich noch nie irgendeinen enttäuscht mit irgendwelchen Tracks oder so. Weil das kommt mir so vor, als wäre ein Witz irgendwie jetzt nicht verstanden worden, vielleicht wird der Humor erneuert, keine Ahnung, und die Leute checken jetzt nicht. Ich war nie einer, der jetzt die Leute enttäuscht hat und irgendwas nicht abgeliefert hat, obwohl er da irgendwie Geld für bekommen hat oder so. Und Scheiße, das macht kein Mensch so, auch ich nicht so. Blamage, man wäre ein Loser so. Weil man hört ja in den Tracks, dass ich kein Loser bin. Also kann das ja nicht sein so, ne? Schöne Grüße von meiner Scheiße. Den letzten Kontakt, den du zu einem der Selfmade-Leute hattest, war, glaube ich, erstmal mit Kollega. Da wart ihr genau, kurz stimmt, zusammen auf Tour. Genau, richtig. Da warst du mit auf der Bühne, haben sich viele deiner Fans wieder gefreut. Mhm. Ey, Travis wieder am Start. Genau. Da passiert gerade etwas. In welchem Kontakt stehst du zu Kollega heutzutage und was hast du dir von ihm erhofft? Ich habe mir Kollega, ich habe mir nichts erhofft. Ich habe Kollega seitdem auch nicht mehr gesehen, so. Hat sich wohl nicht ergeben. Ja, weiß ich nicht, was er macht. Wenn er tatsächlich 18 Millionen hat, kann er mal kurz an mir eine Million abdrücken. So. Da er das nicht macht, gehe ich mal davon aus, dass er sie nicht hat. Ich weiß es nicht. Normalerweise wäre er so drauf. Ich habe keine Ahnung, was da los ist. Am besten mische ich mich dann nicht weiter ein, habe ich das Gefühl. So. Man darf die Distanzen nicht schädigen, wenn das so zu sein hat. Man spürt ja, was man darf und was man nicht. Oder wo man besser die Finger lässt und wo man sich einmischt oder nicht. Und deswegen weiß ich nicht, von Kollegen weiß ich soweit eigentlich überhaupt gar nichts. Was auch okay ist so. Weil wenn das Schicksal es so will, Alter, dann sage ich das natürlich nichts. Trotzdem, wenn du 18 Millionen hast, Bruder, gib mir mal 1 Million, Alter, willst du nicht bereuen, so kriegst du 2 wieder. Cool. Wäre ein guter Deal auf jeden Fall. Normal, kein Problem. Könntest du dir vorstellen, bei Kollegen zu sein, wenn jetzt in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren sagt, ey, Faith, Digga,
Wenn er mich versteht, wenn er versteht, was ich will und was ich dazu brauche und wenn das gegeben ist, natürlich. Wieso nicht? Wie kann man dich verstehen? Also was brauchst du genau? Weil das klärt man dann natürlich. So, dass es tatsächlich stabil ist. So, dass ich nicht, dass ich nur an das denken muss, was ich zu tun habe, kein Problem. Was für Probleme plagen dich rund um die Musik? Könnte ja sein. Weil du sagst, ja, hey, ich brauche ein bisschen Kohle, damit ich den ganzen anderen Kopfschmerzen nicht mehr habe. Genau. Was ist das für Kopfschmerzen? Ja, aber du... Kann sowas wie Amt, dies, das, normal, das fickt dir auch Kopf. Normal, klar, natürlich fickt der Kopf. Genau, sowas zum Beispiel. Und auch das ist Erfahrung, kein Problem, blablabla. Und ja, dann muss vielleicht durch diese Kanäle gehen, damit das Genes versteht, was weiß ich. Und aber, Kadabra. So. Und man kann sich ausdenken, was man braucht, quasi so. Was es benötigt, so. Und dass da kein Mangel entsteht, da kein Mangel da ist, so, weil Selfmade Records war auch oft immer viel Mangel, tatsächlich. Was aber auch einen besonderen Entwicklungskick gibt, verstehe ich, aber diese Entwicklungsphase ist vorbei, so. Es ist nicht mehr Kaltphase, es soll Warmphase werden, so. Wenn ich jetzt was mache, so. Ich gehe nicht noch mehr kalt, so. Ich bin nicht zu alt für. Dann schickt er andere Blagen rein, Alter, die das cool finden, Alter, weil die noch, aber das Ende so. Darum geht's irgendwie. Wie siehst du den Erfolg von Kollegen, also Platin-Rapper, Gold-Rapper etc.? Vieles auseinandergenommen, eins der erfolgreichsten Alben geliefert, die es im Deutschrap gab. Ja, also das gibt natürlich, man braucht da keine eigene Meinung zu haben, man sieht ja... Ja, aber wirklich, was ist deine eigene Meinung dazu? Weil du bist ja sein alter Homie. Ja, nochmal, man hat noch nicht aufgehört, nicht, dass sie jetzt offiziell keine Homies mehr sind oder so. Meine Meinung dazu ist natürlich überragend, freut mich riesig, cool, dass sowas stattfindet, dass auch sowas wie Kollege Anklang findet, dass auch die Gesellschaft da so eine Ecke dafür hat, ist ja auch eine super Sache für Deutschland und hast du nicht gesehen und Europa und wo auch immer sonst noch auf der Welt. Natürlich kennen weltweit Leute Kollege so. Cool, dass das geht. Geile Welt. Kann mich nur freuen. So. Ganz einfach. Ein anderer alter Homie von dir ist auch einer der erfolgreichsten Rapper Deutschlands geworden, der auch mit auf dem Label vertreten war. Das ist der Casper. In was für einem Kontakt standest du damals zu ihm? Also Casper hatte ich echt weniger Kontakt als mit Kollega so. Das war eigentlich, da kann man sagen, eigentlich zu wenig Kontakt. Das kann man bei Kollega nicht sagen, Kollega Kontakt hat gereicht so. Bei Casper war echt eigentlich, muss man sagen, eigentlich zu wenig für, hast du nicht gesehen. Aber hat sich halt, waren halt alles, man muss gucken, wie es sich ergibt, so, weißt du? Und dass man ja sagt zu dem, was sich ergibt und nicht nein und dann irgendeine blöde Scheiße macht und sich voll blamiert, so. Ganz normal. Wann hast du ihn das letzte Mal gesehen, Casper? Ich habe das im Radio gehört. Beim Kochen manchmal höre ich Radio, aber gesehen habe ich ihn, wann habe ich das? Kommt dein Lächeln so in dein Gesicht, wenn du einen alten Kollegen wie Casper im Radio plötzlich... Ich fand den Song jetzt nicht so ganz so geil. Also wenn das jetzt für mich der perfekte Song ist, der mir jetzt voll, dann freue ich mich natürlich riesig so. Ich fand den Song jetzt für mich jetzt nicht ganz so geil, aber natürlich ist das cool. Also, was geht ab so? Hättest du gedacht, dass das in so eine Richtung gehen kann bei ihm? Dass er jetzt vor Arenen oder in Stadien spielt, alles, vor 10.000, 20.000 Menschen? Alles kann natürlich gehen. So. Ich habe da an gar nichts gedacht. Ich hätte niemals gedacht, sondern man muss gucken einfach, wie die Sprünge sind. Und toll und natürlich geht alles so. Können Sie sich vorstellen, bei ihm zu sein? Wenn das verstanden wird, wenn das im Einklang natürlich, wo nur im Einklang ist und das verstanden wird und das befriedigt wird und das gegeben wird und das... Wo es Schnack macht, so natürlich. Scheißegal, wo. Okay, die anderen Kollegen von dir, die auch komplett durch Deck gegangen sind, sind die 257ers. Sind ja auch Leute hier aus deiner City. Du hast letztens eine Story gemacht von wegen, ey, hier, dies, das. Die haben mir nicht geholfen. Und ich wollte da mal ein Statement zu geben. Hier hast du die Bühne. Also in was für einer Connection stehst du zu denen? Und nimmst du denen das auch, oder könnte man das denen überhaupt übel nehmen, wenn die sagen, ey, wir haben halt nichts mehr mit Faith zu tun? Das ist der Lauf der Dinge gewesen. Eben, es geht um den Lauf der Dinge so. Und wenn der Lauf der Dinge so ist, was soll man machen? Da ist ja keiner schuldig so. Nur dann soll nicht gesagt werden, ja, wir haben dem voll geholfen. Das ist einfach nicht stimmt so. Ich habe keinen Bock, dass wenn jetzt Leute die CDs von denen kaufen, meine Fans die CDs von denen kaufen, weil die sagen, ja, die haben dem voll geholfen.
das ist ein falscher Grund, so, das ist nicht richtig so, weißt du? Dann kauft die CD aus einem anderen Grund, aber das stimmt nicht, das ist falsche Werbung so. Darum geht es einfach nur, dass man ein bisschen, dass die Leute die CDs auch so kaufen, dass sie wissen, was sie da machen. Nicht, dass ich ein Problem damit habe, dass die CDs gekauft werden oder so. Ihr wisst, ich bin wie ihr so. Eigentlich sind wir alle gleich. Es gibt Schweinereien, die macht man nicht Ende. Was haben die denn quasi behauptet? Oder hast du vielleicht auch Sachen falsch aufgenommen in deren Bemühen? Also mir wurde tatsächlich nicht geholfen, irgendwie von den 257 aus, darum geht's nur. Und und das ist auch kein Problem. Nur dass es nicht heißt, ja, wir hängen voll die ganze Zeit, 3 Jahre im Whirlpool, Alter. Und sind die besten Freunde, ist nicht so. Ist halt tatsächlich einfach nicht so. Und das ist die Wahrheit, was soll man machen? Ist halt der Lauf der Dinge auch und das ist halt so. Darum geht's nur. Es geht um nichts anderes. Ich habe gesehen, dass der Keule einer der wenigen ist, der dir folgt und du dem folgst. Was für eine Connection stehst du zu ihm? Ist ja auch eins der Ex-Mitglieder von 257. Ja, gar keine Connection zu Keule, auch nicht. Aber wie gesagt, die Connection kommt jetzt sowieso. Ich musste alle Connection abbauen, ich musste mich neu dingsen. Das ist du wirst sehen, und das wird bei allen so sein, auf einem neuen Level, der stattfindet, so eine neue Dimensionslevel. Das war wichtig und das wird was Großes auf alles zukommen. Hm. So, also es gibt eine Zukunft für alles, für alle, und die ist sehr rosig. Hoffentlich. So, auf jeden Fall. Wir sind zu nichts anderes, dazu sind wir bestimmt und zu nichts anderem. Ja. Wie siehst du das so selbstreflektierend, wenn du jetzt wirklich in den Spiegel reinguckst? Weil du sagst halt, viele Leute haben halt keine Connection zu dir, aber vielleicht hast du die Connection zu denen auch aufgegeben, wo die sich dann gedacht haben, von wegen, ey, es bringt nichts mehr mit Faith zu machen, weil der Typ ist nicht mehr anwesend, der ist nicht am Start, der ist nicht hier mehr mit uns. Und vielleicht hast du ein falsches Signal ausgesendet, dass die Leute gesagt haben, ey, ich habe gar keinen Bock mehr auf den Typen. Hast aber du mal hier ist das gesehen? Also natürlich beim Abbau kann sein, dass irgendwelche Signale nicht verstanden werden oder so, kann auch wieder keiner was dafür. Nochmal, es kann dich auch nicht jeder verstehen, weil deswegen sind wir hier jetzt, um zu sagen, mit allen abzuschließen und zu sagen, yo, was geht ab, hier ist jemand willig, so, es geht wieder, es wäre möglich. Guck, du wirst einen Deal bekommen, das kann natürlich, und das, natürlich was, genau, das wird passieren, natürlich. Aber wie es dann weiterlaufen und wird, das liegt nur an dir selber. Genau, natürlich, immer, ja. bei jedem so, natürlich, jedem das sein, Alter, es ist halt du für dein Schicksal, natürlich, klare Sache, war immer so, wird auch immer so sein, ist auch cool, Alter. Da gab es noch 2, 3 andere Leute in dem Label, Schimmel, Genetik, so zu denen in irgendeiner Art und Weise noch Kontakt? Auch nicht, nein. Oh. Also wenn, dann wäre jetzt, würde ich sogar sagen, 257 am ehesten, weil die halt auch in Essen sind, so. Wann hast du das letzte Mal gesehen? Bei Body immer aufnehmen war, als es noch Aufnehmzeit war, das war dann mit dem letzten Album Passé auch. Also eigentlich, als mein letztes Album rauskam, bei Self-Made Records, ging alles zerbrochen. Und wahrscheinlich, um irgendwas neu zu strukturieren, und hast du nicht gesehen, und jetzt bin ich wieder hier. Ja, okay, ich tauche wieder auf, schöne Grüße. Hat wohl geklappt, Allah. Alle mal kurz lachen, hehe. Weil ich hatte das Gefühl, dass keiner mehr konnte Hände haben für etwas Normales. So, man musste andere Wege gehen, um irgendwas zu transformieren oder so. Wird sich alles zeigen. Wir sind auf jeden Fall nicht auf dem Holzweg so. Keiner, auch ich nicht. Außer die 257 das. Natürlich, weil die wollen. Ich und mein Holz. Wisst ihr Bescheid? Schöne Grüße an die Jungs, ey. Genau, richtig. Ja. Was denkst du mal, so eine Self-Made-Record-Tour oder mal mit allen Jungs wieder auf einen Song drauf, so auf die alten Zeiten? Sowas denke ich zum Beispiel gar nicht. Ich denke eher an Solo-Songs so. Vielleicht mal mit gelegentlich irgendwie Feature. Was sich dann so. Keine Ahnung, was halt kitzelt irgendwo, weißt du? Man muss dann gucken, wo was kitzelt, so, und dann ergibt sich das. Aber so jetzt große Songs mit irgendwelchen Leuten machen, habe ich eigentlich überhaupt kein Interesse, sondern einfach geile neue Solo-Songs zu machen. Gelegentlich mit Featuring so, wo es halt kitzelt, wenn es kitzelt, vielleicht auch nicht. Keine Ahnung, werden wir sehen. Aber da ich ein Solo-Album mache, auf jeden Fall. Von mir aus könnte man auch einen Film machen, aus meiner Dings kann man immer noch einen Film machen oder man kann was bei sich einen Film mit Soundtrack machen und hast du nicht gesehen. Die anderen Rapper machen ja auch Filme. Wie würde dein Film aussehen?
Ja, mein Film ist ein dramatischer Film, so, weil meine Story, meine Vergangenheit ist ja dramatisch, dass man das dramatisch geil macht, so. Mhm. Und dann mit, hast du nicht gesehen, alles drum und dran ist, hat natürlich eine schlimme, eine krasse, dramatische Story, so. Das könnte man... Wer weiß, das kann sich alles noch realisieren in der Zukunft, natürlich, wenn natürlich. Man dranbleibt. Kann ja, genau, wenn man dranbleibt, genau. Andere Rapper mache ich auch Filme, aber was hat Sido jetzt, was ich nicht habe, so. Verstehst du? Das müssen wir dann Sido fragen, oder? Ja, dann Sido aber fragen. Was ich meine, wird er dir auch sagen, hat der Faith natürlich recht, so. Er hatte auf jeden Fall... Wie soll man sagen? Warum kriegt Favorite keinen Film, so? Okay, er hat andere Sachen gemacht, natürlich. Ich musste ein bisschen... Er kennt ja die Songs, so. Ist ja nicht so, dass ich der Scheiße laber, so. Und dann ging es um die Sache halt, so. Und die hat doch geklappt. Okay, dann kriegst du dann ist das die Sache, dafür kriegst du halt, dann kriegst du die anderen Filme dafür. Ist sogar dann fair, okay, cool. Aber die Sache ist vorbei, was geht jetzt ab, so? Irgendwann muss ein Film kommen. Klar, schöne Grüße. Ja, als erstes muss auf jeden Fall ein Album kommen, bevor der Film dann irgendwann mit ein paar Jahren gedreht wird. Ja, aber ich Anfang tatsächlich... Weil ich sag mal, deine Geschichte ist noch nicht zu Ende geschrieben, ja, wenn du jetzt dranbleibst. Natürlich, genau, ja, richtig. Ja, natürlich. Ja. Wann hast du das letzte Mal Kontakt zu deinem Ex-Manager Avia gehabt und hast du ein bisschen beobachtet, was er in der Zeit gemacht hat? Er hatte ja zum Beispiel mit Rin, so ist er in einem Label-Konstrukt drin. Ja, cool. Weiß ich nicht. Also wann habe ich ihn gesehen, auch ist auch schon ewig her. Letztes Mal habe ich ihn gesehen, Dezember 2017 war das. Ja. So, da habe ich ihn letztes Mal gesehen. Ja, 6 Jahre her. Auch den Thomas Buchholz, der da der Kollege ist, der Main-Kollege irgendwie, mit dem ich auch am meisten Kontakt hatte über Safe Made Records. Ich habe LVI weniger gesehen, wenn irgendwas war, aber ich bin wieder zu Thomas gegangen. So. Der hat eigentlich alles mit mir geklärt und war eigentlich so die mir hilfreichste Hand oder die am häufigsten tatsächlich irgendwie benutzt wurde, was cool ist. Und ja, aber auch alles, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ich die nie wieder sehe. So. Wieso sollte das sein? Was da passiert so? Sobald der Erfolg da ist, wirst du alle wieder sehen. Natürlich, natürlich. Da werden auch alle wieder kommen. Ja. Das ist so sicher wie das Arme in der Kirche. Also nicht, Fall. Dass das irgendeiner irgendwie Feind ist oder Hip-Hop ist nicht Feindschaft. So. Hip-Hop ist immer Freundschaft, Hip-Hop ist Gewaltlosigkeit, Hip-Hop ist intelligent, Hip-Hop ist Harmonie, Hip-Hop ist deswegen und nichts anderes. So. Klar rappen wir über irgendwas abknallen und so blablabla, aber es ist natürlich alles Instinktcoaching. Und so, dass du das nicht machen musst, deine Stiersinne nicht sagen, ich muss jetzt einen töten, sondern ja, die werden beruhigt dadurch, was geil gerappt wird. So. Und was dann sportlich über die Bühne gebracht wird, das ist alles. Das ist Rap-Musik. So. Bedienung der Sinne, der Instinkte, dass sie sich geil entwickeln können. So. That's it. Was hast du für Instinkte in dir, die manchmal nicht rauskommen dürfen? Jeder hat Instinkte, aber Instinkte sind alle edel, es gibt keine. Ja, aber es ist ein Unterschied bei dir zu anderen Menschen. Du probierst ja deine Instinkte etc. auf Papier zu bringen und dann, du machst ja Kunst. Ja, natürlich. Und so kann man einen Menschen teilweise besser verstehen, als wenn ein Mensch einfach nur auf dem Stuhl sitzt und nichts sagst. Ja, ja. Du möchtest ja etwas ausdrücken. Ein Mensch kann auch reden wie Kunst. So. Hm. Also dafür muss man nicht rappen, so. Hast du recht? Ja, man kann sich auch bewegen wie Kunst, man kann reden wie Kunst. Eigentlich ist jeder Künstler so. Bildsprache, Tanz, hast du nicht gesehen, Rappen, alles. Singen. Eigentlich ist alles. Kampfkunst. Zum Beispiel. Ja, ja, ja. Also, ich rap, warum ging es nochmal? Weil ich für Instinkt habe? Weiß ich nicht. Jeder ist. Also, wir sind natürlich die Menschheit ist eine Menschheit, eine Familie so. Keine Frage. Und wir sind trotzdem alle individuell. Und Gott kann das gewährleisten, dass trotzdem, obwohl wir alle gleich sind, keiner ist wie du, keiner ist wie ich, obwohl wir alle eine Familie sind, das kann Gott gewährleisten, so von der Schöpfung her, von der wir alle stammen, deswegen die Abkunft ist gleich und wir sind gefickt vor Positivität. Bester Mann. Noch eine Person. Cheers. Aus deinem alten Umfeld auf jeden Fall, Hollywood Hank. Das ist auch eine der Personen, wo man sich wirklich erhofft, ey, wo steckt der Typ, kommt mal wieder was, Schläge für Hip-Hop, wo steckt der eigentlich? Nach Schläge für Hip-Hop habe ich den auch tatsächlich nicht mehr gesehen, so, da wäre jetzt auch die Frage, die Crack-Frage, aber auch bei denen wird es nicht so sein, dass er auf Crack ist. So, so die Crack-Frage, war er auch hier aus der Ecke, woher kam der? Ne, der kommt aus dem Osten. Was war das damals für die Zeit, also wo habt ihr euch kennengelernt? Damals war er noch nicht so viel. Bei Schniesen im Studio kam der auf einmal,
Da war ich bei Schnee im Studium, wir waren natürlich noch deutlich weit jünger, ne? Und war eigentlich ein Hobbystudio, so kein professionelles, aber dann wurde das tatsächlich professionell dadurch und der kam da irgendwie hin, hat dann da, war dann da 3 Wochen, ist er da geblieben, was auch natürlich absolut schlau und richtig war, was auch cool war und dann haben wir das irgendwie gemacht so und ja. Jetzt gibt's das auf Vinyl, seit gestern wohl. Schläge Hip-Hop, irgendwie von Sony oder so und wieder sieht keiner 1 Cent, ist auch nicht cool. Hast du deine ganzen Rechte abgegeben oder steckst du gar nicht mit drin? Nee, ich weiß ja nicht. Weil das ist ja wichtig für einen Künstler, der quasi gerade kein Geld verdient. Ja, so, wo sind meine Credits? Ja, so, das ist ja mein Album. Ja. Oder hast du dich auch noch nie drum gekümmert, einfach mal einen Anruf machen von wegen, ey Leute, so, wo ich habe überhaupt keine Telefonnummer mehr so. Es war jetzt der Fall, wie gesagt, dass Selfmade Records sich mal auf jeden Fall bei mir melden konnte. So, wir bauen alles irgendwie ganz langsam auf, es wird sich alles klären irgendwie. Mhm. Und es wird auch richtig, es gibt auch keine Ups hier, also selbst wenn... Also keiner bei Selfmade Records wäre irgendwie daran interessiert, mich abzuziehen. Nee, das meine ich auch gar nicht. Aber natürlich. Man muss sich auch drum kümmern. Ja, man muss natürlich drum kümmern, sobald das geht. So irgendwie gegen, Musikrechte. Ich habe gesagt, irgendwie alles wurde, ging in die Brüche, wird neu strukturiert und wir bauen uns gerade wieder auf. Wir werden sehen, was kommt. Also auf jeden Fall werden am Ende alle zufrieden sein. So. Weil Hip-Hop lässt nicht zu, dass einer irgendwie ungerecht behandelt wird. So. Auch wenn das Favorite ist. So. Geht auch das nicht. Sagst du, da gibt es ganz andere Fälle, glaub mir. Ja, aber dann sind die nicht Hip-Hop alle. So. Wir sind Hip-Hop. Deswegen. Da sagst Kodex, du was. Es gibt den Kodex, wenn du den Kodex nicht einhältst, so, dann bist du minderwertig. Wenn du gegen den Kodex, wenn du den beschmutzt, natürlich. Es gibt Sittengesetz. So. Ich kann nicht sittenwidrig sein, wer wäre ich dann? Genau. So. Wäre ich einer aus Berlin oder so. Spaß. Wer zum Beispiel? Deswegen. jeder. Aber jeder aus Berlin, easy. Auf der Tourauftakt von Favorite dann in Berlin im Olympiastadion, ja, kommt alles vorbei. du sagst auf jeden Fall, guck mal, du sagst viele wichtige Sachen auf deine Art und Weise. Kinder unten durch, Bruder. Kinder ist natürlich irgendwo unten durch. Nein, man muss es auch verstehen, so das, was du Leuten mitgeben willst, weil so, man checkt das, was dein Film ist, aber... Das ist nicht einfach, weil man an die Titten packen will, zum Beispiel. Was findet dann so? Geht nicht. So. Wenn du einer bist, das macht, Alter, das spricht sich rum und dann fliegst du raus, Alter. Hip-Hop ist ein Haus, Alter, und das hat dort Türsteher. So. Wenn du nicht benimmst, fliegst du raus, Alter. Du hast gerade viel über Hip-Hop geredet, dies, das. Hip-Hop ist auch viel Battle, Diss, Beef, etc. Bereust du einige Beefs von dir aus der Vergangenheit, wie zum Beispiel die Beleidigung gegen Kool Savas, weil das hast du dann auch im Nachhinein ein Stück weit revidiert? Natürlich habe ich das revidiert. Man kann gegen Kool Savas nicht ernsthaft. Man kann von Kool Savas wie von mir auch nicht ernsthaft, oder von dir jetzt, man kann von dir nicht ernsthaft was wollen, jetzt dir krumm kommen, so. Es ist Humor und es ist natürlich der härteste Humor der Welt, aber es ist immer noch Humor, so, und es geht niemals was anderes als Humor gewesen, so. Und natürlich ist hier der schwarzeste Humor der Welt, so, der ist nicht irgendwo anders, der ist hier bei Hip-Hop, so, und das ist die reinste Katastrophe, aber es ist Humor und ich würde niemals irgendwie Kool Savas ernsthaft ohne Humor dissen, so. Wer macht sowas so? Dafür fliegst du auch aus dem Fenster, so. Ich bin keiner, der aus dem Fenster fliegt. So, und das gilt für alle. Verstehst du? War das auch der Grund, warum du dich im Nachhinein quasi entschuldigt hast? Per Story von wegen, ey, ihr habt das falsch verstanden. So, mehr Beats und Savas, sorry dafür. Weil guck mal, er hat letztens bei Twitter gepostet. Ja, ich weiß, er hat den Song, aber das ist ordentlich. Genau. Eins der Features, welches ich wirklich sehr bereue, 500 Kilometer gefahren. Das ist Transogelaber, so. Das ist Transformationsgelaber. Dann werden die Kanäle gerade neu strukturiert und so wird man sowas nicht sagen. Weil das ist auch nicht Kool Savas, wenn er sagt, der Track ist auch außerdem geil. So. Weiß jeder, dass der Track cool ist, Alter, und dass der nicht scheiße ist. Deswegen. Aber wie siehst du im Nachhinein jetzt auch deine Vorwürfe? Warte, lass mich einmal den Satz zu Ende bringen, weil nicht viele Leute haben das sich durchlesen können. Eins der Features, welches ich wirklich sehr bereue, 500 Kilometer gefahren, for free den Part geschrieben und auf einem cool Schrottsong und im Nachhinein 15 Jahre lang genervt werden. Auf Anasho ist kein einziger Schrottsong. So. Deswegen. Guck mal. Tut dir sowas weh, wenn du sowas hörst? Nein, ich weiß, dass das nicht stimmen kann. So. Dann hat das einen anderen Sinn und Zweck, als man jetzt, wenn man gerade denkt, das so denken würde. Es geht dann tatsächlich um was anderes, weil irgendwas umstrukturiert wird. Ich schwör's dir aufs Koran so.
Ja. Also ich weiß, auf einer Schule ist kein Schrutzsong. Ich weiß, dass auch dort. Nein, das ist ein brutal starkes Album. Das steht nicht zur Frage. Ich weiß auch, dass Kusawas das weiß und immer wissen wird, so. Trotzdem kann sein, dass es irgendwie irgendwelche Umbauarbeiten gibt, dass man sowas sagen muss und hast du nicht gesehen, wahrscheinlich, weil wir jetzt drüber labern, keine Ahnung, blablabla. Und es ist alles richtig, dass du da ansprichst und es klärt sich alles. Ja. Wie gehst du rund um deine Person mit diesen ganzen Nazi-Vorwürfen um? Du hast ja auch schon in ein, zwei Statements dazu geäußert, aber jetzt zum Beispiel, du hast gerade den Song erwähnt, aber Hip-Hop sind keine Nazis. Ich box Michael Jackson, normal, Nazis normal. Passen überhaupt niemals in Hip-Hop rein, das ist das Dümmste, was Nazi dürfte keine CD aufnehmen, Nazi hätte sofort aus dem Fenster geflogen. Ja. Nazis dürfen keine CDs aufnehmen, also keine Hip-Hop-CDs, sowieso nicht, ich weiß nicht, ob irgendwie tatsächlich Nazi-Musik gibt, kann ich mir auch gar nicht richtig vorstellen. Gibt's, also es gibt Leute, die nutzen das aus, aber die sind nicht Hip-Hop. Ja, aber die benutzen es einfach so wie so ein Trittbrett. Ja, so aber wie viel Schiss müssen die haben, in die Welt zu gehen? So. Die müssen sich ja irgendwie, die werden irgendwie... Ah, die verstecken sich in ihrer Bubble. Die verstecken sich, ja, aber das ist doch. Aber warum spielst du so oft mit diesen ganzen Sachen? Das ist das Problem. Weil das... ich hänge nur mit Nazis, Theater, der Block voll glatzen. Weil ich das mit Gott verkackte. So. Mhm. Weißt du, weil Gott will nicht, dass man Nazis ist. Mhm. Ich hänge mit Nazis, der Block vorgelassen. Nein, die Line verstehe ich auch zu 100%. Und ich check auch, du bist kein Nazi, normal nicht. Natürlich, für Gottes Willen, Alter. Ja. Weil Nazi, meine Mutter würde aus dem Grab ausschlingen und mich kaputt schlagen. So. Und den Vater willst du gar nicht wissen. So. Aber wie gehst du mit solchen Vorwürfen um? Weil die stehen ja quasi oft im Raum. Ihr wisst, Hip-Hop ist... wir posten ein Foto von dir, ey, was macht ihr Interview mit diesen Nazis? Ich sag, Digga, Fave ist doch kein Nazi. Also ich weiß nicht, was die Dings da labern. Aber gut, dass ich... eigentlich kann es nicht sein, dass das diskutiert werden muss, ob ich Nazi bin, ist so krank. Dann ist echt Transformation ausgebrochen, oder? Aber cool, dann ist das halt so, dann, aber wie gesagt, wer ist Nazi? Okay, ich weiß von Casper, dass er Nazi ist, Spaß. Schöne Grüße, hey. Leute. Playboy für Mann ist ein Nazi aus Berlin, ein ganz großer Nazi aus Berlin, so weiß ich nicht. Er ist besser, Mann. No. Leider ist keiner Nazi. Wir wollten Leute aus dem Fenster schmeißen, keiner war Nazi, sorry. Also sind alle im Haus geblieben. Ja, richtig. Lass uns so ein bisschen persönlich über dich reden, weil, guck mal, du hast noch nicht vergessen, du warst in einer Phase bekannt, die mittlerweile schon einige Jährchen her ist. So, die Prime war ja so, keine Ahnung, 2013, 2014, 2015. 2014, was war da? Ja. Das ist mittlerweile auch schon fast 10 Jahre her. Wohin, und viele Leute, die heutzutage diese Interviews reinziehen, die waren damals vielleicht 8, heute sind sie 18. Ja, krass, okay, wer ist der Faith? Ich habe mal irgendwo einen Song von ihm gehört. Da war er mal mit auf dem Kollege-Album drauf, damals, keine Ahnung, bei Casper. So, wer ist der Typ hinter dieser Figur? Erstmal, wie würdest du dich am ehesten beschreiben, wenn ich mal fragen würde, okay, Faith, schillernd. Who are you? Schillernd. Schillernde Figur. Ja, schillernd. Das ist gut. Das würde ich sagen. Wie bist du auf den Namen Favorite gekommen? Ich wollte Favorit sagen im Text und musste das abkürzen mit Favo. Mhm. Du denkst, du bist der Favorit, hatte ich gebracht, dann habe ich gesagt, du denkst, du bist der Favo. Und dann wurde ich Favo genannt und das Favo wurde dann irgendwie Favorit. Kann ich nichts machen. Wer hat so genannt, wer war der Erste? Hm? Wer war der Erste, der dich so genannt hat? Boah, wer hat mich so genannt? Kannst du auch erinnern. Also was jetzt, Favorit oder was? Favorit. Das kann man durch Selfmade Records, wurde ich Favorit. Mhm. Dann war das wohl Elvio. Mhm. So. Lass uns ein Stück weit auf dein Leben eingehen. Wo bist du geboren? Bist du hier aus dem Ruhrpotter Raum? Bist du Essener? Ich bin Essener. Ich bin in Essen geboren, jo. Tatsächlich. Genau. Und ich kann auf jeden Fall certifieren, er lebt immer noch in Essen. Wir sind ja gerade hier in seiner Wohnung. Ja, zwischendurch war ich in Düsseldorf. So ein bisschen dekadenter, wo ein bisschen mehr Pala in der Tasche war. Oder Gelsenkirchen. Yeah. Ja, in Düsseldorf muss ich halt Album machen, so, weißt du, wegen Album mit Corey, so, da war ich, der ist ja in Düsseldorf, deswegen war ich auch in Düsseldorf, hab da gewohnt. Gelsenkirchen habe ich gewohnt, war auch richtig geil. Düsseldorf war auch richtig geil. Aber Essen ist halt auch richtig geil. So. Ja, wie es halt sich ergibt auch. Man muss immer gucken, wie es sich ergibt oder wie es Sinn ergibt. Ne? Nicht, dass man irgendwie gegen den Sinn geht, so. Du bist auf jeden Fall immer hier in der Region geblieben, das kann man auf jeden Fall so stehen lassen. Also ich habe jetzt nie in Berlin gewohnt oder so. Mhm. Oder irgendwo anders. Oder in Hamburg oder in Stuttgart habe ich nie gewohnt. Oder in München auch nicht gewohnt. Das war einmal schon in hier die Ecke. Vierden. In welchen Verhältnissen bist du aufgewachsen? Was hast du für eine Kindheit gehabt? Wie würdest du am ehesten beschreiben? Normal. Also ich würde es echt normal nennen einfach. Stanni. Warst du ein guter Schüler?
Ja, also man war jetzt kein Idiot auf jeden Fall, deswegen war man ein guter Schüler. Man hat allerdings hinterher die Interesse verloren und man weiß ja auch warum, das kam man selbst bei den Records so. Und hat sich alles gut ergeben. Mhm. Deswegen war das richtig, die Schule zu vernachlässigen, so, sonst hätte man sich nicht auf seine Künstler-Brands da irgendwie sich gut entwickeln können. Man muss halt gucken, wohin mit seinem, wo man sich fokussiert. So. Und dann habe ich mich ein bisschen ablenken lassen von der Hip-Hop-Musik, was ja auch gefruchtet hat. War es quasi meine Ausbildung, ich habe jetzt keine Ausbildung gemacht nach der Schule, sondern die Ausbildung ging direkt ins Musikalische. Halt. Hat man jetzt vielleicht keine. Kein Zeugnis oder kein irgendwie was von, aber man weiß ja Bescheid so. Ja, wobei so Charterfolge sind vielleicht sogar wichtiger als ein Zeugnis. Ja, kann sein, aber der Staat zum Beispiel lässt das immer, also wenn ich jetzt irgendwo sage, zum Beispiel beim Jobcenter, ich bin Rapper, das ist kein so. Auch. War da keiner zum Beispiel von den Mitarbeitern, die dich kannten, als du hingegangen bist und gesagt hast, nee, die kennen das tatsächlich nicht, die kennen auch nicht, die sind extra so, was auch wichtig ist, ich verstehe schon, was sie machen, so, das ist, wie nennt sich das? Leatherface nennt sich das irgendwie. Was ist damit genau? Hier was gehen kann, fruchtbar, darf sich nicht jeder damit befassen. So. Es ist tatsächlich so in der Entwicklungsphase, da gibt es so gewisse Strategien so. Und deswegen ist das so. Wenn ich jetzt, das wird auch sonst zu. Ne, das passt sonst alles nicht. Also damit sich gut was entwickeln kann, gut Fußball was entwickeln kann, darf sich nicht jeder damit befassen und die Leute sind tatsächlich so. Und wenn ich jetzt sage, ja, ich habe eine goldene Schallplatte, dann ist das beim Jobcenter irgendwie kein so. Die sagen, ja, das ist nicht anerkannt. Okay, dann sollte das vielleicht irgendwann mal in Zukunft der Fall mal sein. Geht mich wahrscheinlich auch nichts mehr an so. Hat jetzt nicht mit mir zu tun, aber wäre natürlich schön, wenn der Schritt nochmal geschehen wird, dass da irgendwie alles auch anerkannt wird so. Nee, ganz ehrlich, dann ist das schlechte Berater, weil wenn ja, du sagst, ey, ich bin Gold gegangen, ich habe Charterfolge, ich habe einen Katalog, irgendwie, so, es gibt ist noch ja nichts, so, es geht nicht, ist ja nicht, es ist nichts. Noch was, aber es ist, krass. Aber es wird sich klären so. Ja, ja. Es wird sich klären, weil es oder vielleicht musst du an den richtigen geraten, der checkt, okay, der Typ ist Künstler und du bist ja kein Spinner, du sagst ja, ich will morgen Rapper werden. Normal, also ich jetzt, ich bin ja schon Rapper, ich habe ja, hier ist mein Katalog, so, ich möchte darauf aufbauen, ich kann jetzt morgen nicht bei, keine Ahnung, bei Rossmann die Regale einräumen, genau, geht nicht. Das ist nicht gültig. Wenn ich jetzt den meinen Lebenslauf gebe, ist das nicht gültig. So. Hm. Das ist krass. Das muss sich natürlich ändern, wird sich auch ändern. Weil es sonst natürlich Stress gibt. So. Und die Leute sind ja selber, wollen ja selber den Fortschritt auch so. Und dass das alles offen ist. Und das, natürlich muss das anerkannt werden, so früher oder später. So. Und wird natürlich auch der Fall sein, mache ich mir keine Sorgen. Ich verlasse mich da auf die Leute. Aber es ist noch nicht so weit. Aber es wird soweit sein. Alles keine Frage. Das lässt sich das Ganze nicht gefallen. So. Hm. Hast du Geschwister und wie sind die mit deiner Karriere und deiner Musik umgegangen? Ja, ich habe eine Schwester, eine ältere, die ist 4 Jahre älter. Wie fand sie das, dass du plötzlich Rap-Star geworden bist? Ja, finde ich natürlich cool, so. Klar. Hm. Überdimensional viel mit der zu tun habe ich auch nicht. Es ging ja auch darum, sich irgendwie so zu fokussieren und was zu entwickeln, so, was ja auch perfekt geklappt hat. Aber natürlich freut die sich, wenn ich bekomme, was ich möchte. So. Und sie weiß ja, dass mein Wille rein ist da in dem, was ich möchte. Und wenn das dann geschieht, ist das natürlich eine wundervolle Sache. Mhm. Von daher, und da hat die keine anderen Ansichten. So. Mhm. Wieso auch? Du hast deine Eltern im Alter von 12 Jahren verloren. Richtig. Aufgrund eines Brands, aufgrund eines Kabelbrands. Was war das für dich für eine Phase in deinem Leben? Weil das ist das Schlimmste, was einem quasi passieren kann. Man verliert seine Eltern als Kind. Außer, dass man jetzt vielleicht irgendwie an Krebs erkrankt oder so. Aber natürlich, als gesunder Mensch, das ist natürlich schlimm gewesen. Das waren auch 3 schlimme Jahre, mit denen ich das dann, mit denen ich echt zu knacken hatte, die Sache zu verarbeiten, was aber alles ging. Und dafür brauchte ich auch keine Hilfe so. Man ist, wie gesagt, die Härte und kriegt das schon hin. Aber es waren tatsächlich 3 Jahre, war das wie ein Fluch irgendwie. Was nicht klein zu reden ist, so, keineswegs. Und nach 3 Jahren wurde es dann endlich besser so und man konnte das irgendwie quasi zur Luft machen, was vorher tatsächlich nicht ging. Man konnte es nicht von den Gefühlen her, die irgendwie so erschüttert waren oder so. Und so eine Brust baut sich ja ab und auf und hast du nicht gesehen und musst das verarbeiten. Das war natürlich 3 Jahre echt schwierig. So, und ist tatsächlich keinem zu wünschen.
Aber es war so und es macht natürlich was mit einem. Er musste da sagen, er musste echt Schicksal anrufen und sagen, jo. Aber es war echt 3 Jahre und dann ging's. Diese 3 Jahre sind damit nicht zu spaßen so. Das kann ich mal ganz klar sagen. Das war nicht leicht und das war kein Zuckerschlecken, niemals. Das war eine Katastrophe und ein Horror so. Und so ist es halt gewesen. Was soll man machen? War das der dunkelste Tag in deinem Leben? Ja, kann man, doch, auf jeden Fall. Die waren auch die dunkelsten 3 Jahre meines Lebens so. Klare Sache. Wie bist du an diese Nachricht gekommen, dass plötzlich euer Haus abgebrannt ist? Wie hast du das gemacht? Durch Tante und Onkel. Die dann irgendwie kamen und ich dachte mir, was wollen die jetzt? Was ist jetzt los? Natürlich der coolste 12-Jährige der Welt. Hm. Und dann, ach du Scheiße. Wurde uns das mitgeteilt so. Und ja, das war hart. Was hat dieses Ereignis mit dir gemacht? Wurdest du dadurch ein deeperer Mensch? Oder hat das komplett Fall aus der Fassung gerissen? Normal, die Eltern sterben. So. Natürlich, also was kann es mit einem machen? So? Hm. Weil, kann man sich auch denken. Es hat auf jeden Fall was mit einem gemacht, natürlich. Aber man kann auch, wenn ich jetzt einen kenne, dem das passiert ist, ich kann den schon nachvollziehen, ich kann daraus lernen. So. Und es muss nicht, ich muss nicht meine Eltern töten, um das nachzuvollziehen können. Ne? So. Also, die Leute können das nachvollziehen, auf jeden Fall, die lernen daraus, auch wenn denen das nicht passiert ist, werden die dadurch hart und an der Stelle und auch Leute werden sowieso hart und man guckt ja auch was bei sich und ich bin auch Dr. Dre und ich bin Eminem und dafür muss ich nicht Kim verprügelt haben, so. Man lernt aus den Erfahrungen der anderen, so. Und tja, das kann ich dazu sagen. Du bist in der ersten Zeit bei deinem Onkel und deiner Tante aufgewachsen. Was haben sie dir mit auf deinen Lebensweg gegeben? Was sie konnten, kann man dazu sagen. Also nicht, dass irgendwas falsch gemacht hätten oder so, weil ich bin hinterher ins Heim gegangen, so, aber nicht, dass sie irgendwas falsch gemacht hätten, sondern es war einfach so fruchtbarer, kann ich sagen. Ich hatte einen Kollegen, der war im Heim, der hat gesagt, komm mal hier hin. Und dann war das total geil. Da habe ich gesagt, ey, ich komme auch dahin. So. Wenn das so geil ist, Alter, was soll ich bei meiner Tante und Onkel so. Dann bin ich auch dahin gegangen. Und war auch geil. Was war das Geilste im Heim? Was war das für eine Phase für dich? Weil ich sehe gerade einen Strahlen in deinem Gesicht. Außenwohngruppe war das tatsächlich. Also ich musste einmal kurz ins Heim, da war noch ein bisschen düster, weil ich schon 15 war. Und dann, als ich 16 wurde, konnte ich in die Außenwohngruppe, da wo ich meinte, wo so geil ist. Und da war einfach nur geil so. Da habe ich auch Mucke gemacht, da Demo-Tape fertig gemacht, wodurch ich bei Safemade landen konnte. Das war einfach nur geil, Alter. Danke an die Ausführungsgruppe, Le Grand Allee, Essen-Borbeck, Alter. Richtig geil, scheiße, Hammer. Alles gefickt. Und so kann man leben, Alter. Auch ohne Eltern. Perfekt. Geil, dass die gestorben sind, Mann. Ihr seidet. Das auf jeden Fall mit Humor verstehen, meine lieben Freunde. Exakt. Was war aus dieser Zeit das prägendste Erlebnis im Heim? Was war so die geilste Story, die du im Kopf hast? So geh mal so ein bisschen in dich und überleg mal. Die geilste Story ist, dass die Leute angefangen haben, meine Musik zu hören. Mhm. Das hat mich echt, das war krank, Mann. Die haben echt angefangen, das zu hören. Das ist am Anfang nicht der Fall, man denkt das nicht, man macht das eigentlich nur und hört das mit seinen 3 Kollegen so und plötzlich haben die angefangen, die Leute das zu hören. So. Mhm. Das war das eigentlich das Geilste. Wann hast du zum ersten Mal angefangen, Musik zu machen? Wann hast du zum ersten Mal einen Stift in die Hand genommen und hast du dich mit der Musik selber therapiert? Weil guck mal, bei dir merke ich jetzt die ganze Zeit im Interview, dass du sagst, ey, ich brauche aber keine Hilfe, ich bin aber nicht in... zum Psychiater gegangen oder sonst was, dass du immer probiert hast, dich selbst zu festzuhalten. Ist es aber nicht vielleicht auch ein Fehler, dass man nicht einfach Hilfe zulässt? Weil zum Beispiel man muss dein Hilfe Kollege zulassen, hier, Hilfe der braucht, hilft dir. Natürlich. Wenn man Hilfe braucht, muss man Hilfe zulassen. Natürlich, keine Frage. So. Mhm. Keine Ahnung. Oder ist es so ein Also ich wollte nur damit sagen, es ist nicht 100% nötig, wenn deine Eltern sterben, wenn du jung bist, dass du danach zum Psychiater musst. Das muss nicht sein so. Kann ja sein, dass das heißt, nach sowas muss, ist aber nicht der Fall. So. Darum würde ich jetzt mal sagen, einfach nur. Ja. Aber so ein bisschen professionelle Hilfe, so manchmal, wenn dir die Hand gleich wird, kann man ja kurz annehmen, wenn man checkt, ey, es ist nichts für mich, weiter den Weg gehen. Natürlich, irgendwie so. Klar. Man guckt, was es hier gibt, was kann man machen, was kann man haben, was kann man geben, hast du nicht gesehen. So ist Leben halt. Ja, was safe. Macht Leben so? Ja. Natürlich, und was es hier gibt im Leben. Wann hast du mit Hip-Hop angefangen?
Mit 12. Was war der erste Song, der dich gecatcht hat? Ich glaube von Puff Daddy, I'll Be Missing You. Ja, krass. Irgendwie so kann das sein, auf jeden. Und dann war noch, da war ich hatte so eine, und dann kam der Method Man, Ticker 2000, dann war schon Ende so. Ja, ja, es fing ganz unscheinbar an. Sieht halt aber auch zu tun mit Mace zum Beispiel, Looking at Me, Puff Daddy, I'll Be Missing You. Was kann das noch gewesen sein? Ja, irgendwie so. Und dann wurde Wu-Tang Clan. Mhm. Ganz schnell da draus. Und Mobb Deep, Murder Music kam da raus. Wu-Tang Clan, Wu-Tang Forever. Was war das noch? Eminem, Marshall Mathers LP, Dr. Dre 2001, Exhibit, Restless, ja, sowas. Was ist dein Lieblingsalbum? Du sagst, ey, das ist quasi mein Blueprint. Du gehst auf eine einsame Insel und darfst nur ein Album mitnehmen, ein Longplayer. Welcher wäre das? Außer dein eigener. Ja, nochmal, die zählen nicht. Muss ich Dr. Dre 2001 nehmen. Irgendwie. Mit welchem anderen Haar hast du noch im Kopf? Oder Marshmallows LP 2 finde ich auch richtig geil. Hm. Das könnte auch sein. Aber boah, das ist schwer jetzt, Alter. Da weiß ich nicht, Alter. Das zerreißt mich jetzt. Gute Frage. Aber ich glaube, ich nehme 2001 dann irgendwie. Hey. Das dann Still D.I.E. ist sehr wichtig für mich. Als ich das zum ersten Mal gehört habe, hat es mich irgendwie mutiert. Hm. Irgendwo am Gehör mutiert so. Deswegen, so wie nie zuvor irgendwie oder auch nie danach so. Ich glaube, dass da Still D.I.E. so der Beat davon das meiste mit mir gemacht hat. So. Deswegen nehme ich das Album. Wer waren deine Vorbilder in der Musik? Ja, wer waren meine Vorbilder? Dr. Dre, Eminem, Exhibit, Snoop Dogg, so. Die anderen sind eher nicht so wichtig. Halt alles da, ne? Die Leute so. Exhibit, Snoop Dogg, Dr. Dre, Eminem, reicht so. Easy. Das war's. Echt, kann man so sagen. War Musik eine Therapie für dich? Musik war absolut wichtig, das Wichtigste. Also Fernsehen war nicht halb so wichtig wie Musik. Musik war das Allerwichtigste. Und wenn ich nur Musik höre, solange die Musik nur läuft, wird man alles geschissen kriegen. So. Und das war der Fall. Wie ist dein Umfeld damit umgegangen, dass du plötzlich angefangen hast zu rappen? Weil du hast in deiner Jugend angefangen, hast plötzlich einen Stift in die Hand genommen, Texte geschrieben. Was ja, die haben mich mitreißen lassen. Viele haben mitgemacht. Immer. Ich habe immer gesagt, mach mit so. Und viele haben das natürlich gemacht. Und ja, wir wurden immer eine Crew, wurde immer eine Crew draus, irgendeine Crew, eine Hip-Hop-Crew. Weil cool war, man musste sich aber immer häuten und da war nicht klug, immer aufeinander zu sitzen, so. Gesunde Häutungen immer vornehmen, die mussten auch sehr schnell stattfinden, irgendwie hatte ich das Gefühl. Was alles immer geil geklappt hat, wir waren gut im Karate so, im Kopfkarate. Und die Leute haben mitgemacht so, in der Regel. Und war cool, war genau richtig und hat Bock gemacht und so haben wir unsere Jugend durchbekommen und so wurden wir tatsächlich auch erwachsen und es war toll, wenn was klappt. Safe. Man hätte ja irgendwie hängen bleiben können auf irgendeiner Scheiße so und irgendwie was, aber wir wurden tatsächlich reif. Dadurch. Wie hat dein Umfeld auf die ersten Erfolge reagiert? So, du warst im Heim, du hast gesagt, du hast da ungefähr angefangen zu rappen und wie war dann zum Beispiel so dein erster Song, der durch die Decke ging? Wie wurde der aufgenommen? Ja, übertrieben krass auf jeden Fall. Welcher war das? Also jetzt würde ich sagen, so wie Faith bist du auch, lief auf MTV so, wenn ja. Die Leute das gesehen haben, die waren natürlich alle so, boah, das war jetzt so fett, Alter, so geil, Alter, wie geil ist das denn, Alter, Hammer. Hättest du das erwartet damals, dass du plötzlich bei MTV gespielt wirst? Weil damals war MTV ja noch eine Nummer. Also gucke ich heute Deluxe Music, gucke ich immer, das ist auch geil. Läuft irgendwie links, deswegen. Also für mich ist Deluxe Music eine große Nummer immer noch, obwohl halt irgendwie, was weiß ich, nicht MTV ist. Ja, lad mal Fave ein, was ist los mit euch, Freunde? Also ja, okay, natürlich, sowieso. Ja, aber so weit bin ich noch nicht. Also ich bin jetzt nicht so weit, dass ich bei Deluxe Music, aber ich will anfangen, was aufzubauen, dass man irgendwie an einen Vertrag kommt, yeah. Der einen zufriedenstellt, Alter, dass man Gas geben kann, Alter, und ein Album muss kommen, sowieso. Alter. Mhm. Die Leute wollen das natürlich so. Die wollen auch Favorite haben, so. Die Zukunft. Die Zukunft kann ich ohne Favorite.
kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Das wäre schlimme Lücke. So. Ey, du musst wirklich bewusst sein, dass du wirklich viele Fans hast. Ja, so, das ist so eine Sache, die man sich wirklich vor Augen halten muss. Ey, zum Beispiel mein Kameramann, so, er wäre der Erste, der jetzt zum Beispiel zu deiner Tour kommt, zu deinem Konzert. Ich brauche ein paar Sachen, Alter. Ein paar Zutaten, Alter, dann geht alles klar. So. Aber solange die nicht da sind, Alter, kann ich meinen Arsch nicht bewegen, sehe ich gar nicht ein. So, ehrlich, Leute. Müsst ihr verstehen, ich bin kein kleiner 16-Jähriger mehr, der irgendwie seine Demo hat oder so. Ihr wisst, das geht auch nicht. Das wäre auch Abzug, wenn ich mich jetzt unter Wert verkaufe. So. Er hat dann natürlich einen gewissen Wert, lass den einfach nehmen. Ich mache da nichts Größeres draus, Alter. Es ist halt, wie es ist. So. Seid realistisch. Ich sehe auf dem Stuhl den Namen Life is Pain Army. Das Ding ist bestimmt nicht von dir, sondern vielleicht von deinem Kollegen, der das auf seinen Stuhl geklatscht hat. Du standst ja damals so ein Stück weit in einem sportlichen Beef mit PA Sports. Genau, ja, und er meinte, glaube ich, auch, dass das einer der wenigen Beefs war, die er verloren hat und die du gewonnen hast. Mm, okay. Könntest du dir vorstellen, aber bei so einem Level zu sein? Wenn alles stimmt, kein Problem. Natürlich. Weil beide sind wenn die am meisten Bock haben, so wenn ich da am meisten verstanden werde so, und das erfüllt wird, so, geht alles. Ich habe mit PA, um Gottes Willen, kein Problem. So. Und wie gesagt, wer auch immer den Beef gewonnen hat, aber es ging darum, dass der Beef etwas bewegt, etwas erschüttert so, und etwas loslöst. Und das hat geklappt. So. Und da war er genauso schuld dran wie ich. Und deswegen haben wir beide gewonnen. So. Verstehst du? Wir haben beide für Aufmerksamkeit gesorgt. So. Von einer ganz anderen Ecke, wovon das so gar nicht gab, so. Und haben die Show gerockt, so, und das war sehr gut. Und dadurch haben sich viele positive Dinge entwickeln können im Hip-Hop, so, und dann sind wir beide die Gewinner. Scheißegal, wer jetzt den Beef da gewinnt. Ich fand meine Tracks auch mega geil, so. Finde ich schon vielleicht ein Tacken brillanter als seine, den er zur Zeit machen konnte, ist aber scheißegal, so. Das weiß ich, weil der Beef war geil, so. Ne? Kontakt zu den Personen mal, weil aus Essen kam ja auch in den letzten Jahren sehr, sehr viel, wo man zu Beginn dachte, ey, da geht ja gar nichts im Pott. Und dann hat es plötzlich gezündet. Ja. So zu PA zum Beispiel. Ja, der hat auch ein Ding gemacht, natürlich. Wieso auch nicht? Kontakt zu ihm? Nee. Wäre auch eine Schande. Aber das ist der CD rumfliegen von dem, was keine Schande ist, so, um Gottes Willen. Ja, so ist das halt, ne? Easy. Du hast auch gesagt, dass du nach der, glaube ich, Kinderheimphase in der Psychiatrie mal eine Zeit lang warst. Stimmt das? Ich war mal Psychiatrie. Warum wurdest du eingewiesen? Ich war mal Psychiatrie. Da gibt es keine. Da fängt das Ganze an, so dieses Ganze, worüber man nicht reden kann irgendwie. Ich war aber Psychiatrie, das stimmt. Und dass ich nichts habe, ist auch richtig. Aber warum kann man darüber nicht reden? Was ist da passiert? Und gerade jetzt als Reflexion finde ich... Also es ist nichts passiert, dass ich jetzt... Also bei dir wurde nichts entdeckt? Nee, natürlich nicht. Alles cool. Aber ich war Klapse auf jeden Fall. Und vielleicht muss ich da irgendwas zwischenspeichern, ich habe keine Ahnung. Es war viel mit Geiste, die Zeit. Vielleicht hat das da mit Psyche zu tun und Psychiatrie. Und dann muss ich da irgendwas einen Reim draus machen, um irgendwas zu erreichen. Die Evolution macht verrückte Sachen so und lässt uns alle nicht in Ruhe. Aber alles cool. Also es ist nicht, dass irgendwas Peinliches passiert ist, um Gottes Willen, Alter. So. Aber was war der ausschlaggebende Grund, dass du wirklich in die Psychiatrie gegangen bist? Oder wo Freunde zu dir gesagt haben, ey Bro, komm mal mit, lass mal dahin gehen, check dich mal. Es gibt Gründe, die Leute werden irgendwann darüber sprechen, werden sagen, ich kann dir sagen, warum, jetzt kann man darüber sprechen. Sobald die Leute das machen können, werden die das tun und das cool so. Ich zum Beispiel weiß gar nicht, lass mich dann nur leiten. Verstehst du? Mhm. Und alles war alles richtig, war alles nichts zu bereuen, so. Jo. Wir haben vorhin über dich geredet, dass du deine Eltern verloren hast im Alter von 12 Jahren. Du hast selber ebenfalls ein Kind. Stehst du noch in Kontakt dazu und wie sieht dein Leben als Vater aus? Also ich habe gerade keinen Kontakt zu meiner Tochter. Schöne Grüße, falls du das siehst. Und es ist aber so, dass ich weiß, dass es richtig ist, gerade keinen Kontakt zu haben. Die Vaterinstinkte sind die allerschlimmsten so. Und ich würde wissen, wenn meiner Tochter es nicht gut gehen würde, würde ich das wissen und ich würde sie aufsuchen und sie auch finden. So. Ich weiß aber, alles ist cool und alles ist richtig so und deswegen ist gar gut für ihre Entwicklung. Es muss nicht immer sein,
Es kann auch sein, gut für die Entwicklung sein, eine deiner Kinder, dass du eben nicht da bist. Ja, auch das da, genau, da ja. Gibt es ganz viele Schoten, die alle stimmen so. Je nachdem, was die da gerade machen. Und das ist halt natürlich einfach besser, wenn ich nicht da bin. Und das ist halt so und das ist cool. Nee, ist auch eine wichtige Einsicht. Gerade also alle sind am richtigen sagt, Platz. Ist es ist so jetzt gerade ist nicht der richtige Zeitpunkt, weil ich bin noch nicht mit meinen Gedanken sortiert, dass ich meiner Tochter etwas weitergeben kann. Genau, genau. So, besser erstmal Abstand, aber irgendwann sehen wir uns. Natürlich, auf jeden Fall sieht man sich, um Gottes Willen. Natürlich, das ist klar. Vermisst du manchmal dein Kind? Muss ich nicht tatsächlich. Muss ich nicht. Also ich habe die vermisst, ich habe die zum Beispiel, als in Düsseldorf war das das konnte ich ein paar Mal oft nicht sehen, habe ich sie sehr krass vermisst, aber jetzt mittlerweile ist es so, ich muss sie nicht vermissen, ist alles gut, ist alles genau richtig, alles geklärt, es hat überhaupt keinen Sinn, sie zu vermissen, so geil ist es. Verstehst du? So, was geil ist so, da musst du auch erstmal hinkommen. Das ist das Vertrauen so, dass man weiß, das muss man auch erstmal irgendwie, die Antenne muss ja auch erstmal wachsen. Und die ist da und das ist geil. Deswegen, ich muss mir keinerlei irgendwie, auch wenn ich die nicht, ich weiß alles ganz genau, ist alles super, geil, perfekt. Und ich muss sie nicht vermissen. Das ist der Luxus. Lässt du solche Themen auch mit in deine Musik einfließen? Ey, ich lasse alles einfließen, was geht, was Sinn macht, so, weißt du? Weil das ist wenn ja scheiß deep, gerade solche Sachen, so, das ist vielleicht auch Favorite, so dieser verwirrte, geniale Charakter, Favorite als Musiker. So, die einen denken sich, ey, warum macht er nicht so? So, er könnte doch so und so, aber auf der anderen Hand bist du dann als Person und denkst dir, ey Digga, ich habe gerade andere Probleme, ich scheiß auf die Goldplatten. Also wie gesagt, alles was wenn die Zeit reif ist und was der Sinn zulässt oder was weiß ich, wie dann eigentlich hin funktioniert, so habe ich keine Ahnung von. Ich wäre nicht abgeneigt, auch für meine Tochter irgendwas zu schreiben. So, muss man gucken. Man weiß nicht, wann. Gucken. Kommt alles mit der Zeit und hoffentlich kommt genau sowas. Wann kommt neue Musik von dir? Jetzt nicht nur auf diesen ganzen Vertrag, Label, ich brauche Vorschuss. So, bist du gerade am Arbeiten? Bist du gerade am Texte schreiben? Schon mal so ein paar Beats picken? Oder ihr habt hier zum Beispiel ein Mikrofon stehen, sodass du bin einfach ich, mal ans Ich habe dein Mikrofon Steps benutzt, hab das Mikrofon benutzt, ja, normal. Aber ich will sagen, so, ich will erst... ich habe ja auch schon genug Songs gemacht, also, das ist wie Fahrradfahren. Du kannst ja jetzt nicht sagen, Favorite kann kein Fahrrad fahren. Ja, das wirst du nicht verlernen und natürlich, verlieren. Natürlich, eben, deswegen. Ja. Deswegen, was soll ich jetzt noch beweisen? Oder, deswegen, ich will gucken, dass sich irgendwas ergibt. Alter. Aber auch ein Fahrrad kann einrosten, ne? Muss man ein bisschen ölen, damit das Kein Problem. Geht dann. Mit guten Neuigkeiten von einem Label, so die geile Verträge machen, ist das Öl. Dann bin ich geölt, so. Verstehst du? Aber jetzt hier aus dem Dings hier jetzt wieder und dann wieder dann 1000 Jahre nichts mehr bekommen, mache ich aber nicht so. Habe ich keinen Bock drauf. Ich lieber Hero-Ticker. Spaß. Ja, eben. Lass das mal so stehen. Besser CD-Ticker als Hero-Ticker auf jeden Fall. Weil so Völkermord und so ein Scheiß braucht man ja nicht. Produktion und sowas hast du ja zurzeit nicht. So Produktionsphase, die Sachen. Nee, ich würde sagen, genau, wir kommen langsam zu Ende. Wenn Rispo produziert das neue Favorite-Album, wäre super, wenn er super, super... Hast du ihn mal angehauen? Ich hatte einmal kurz mit dem... Komm mal mit hinzu. Ja, perfekter Zeitpunkt hier, dein Kollege. Faves, setzt du dich hier hin? Ja. Erstmal stellst du deinen Kollegen kurz vor. Warte, ich pack dir mal das Mic hier hin. Hallo, ich bin der Reelman. Was geht ab? Peace out da draußen. Ja, genau. Es ist Reelman. Er ist es. Er ist mein Super-Zwilling gerade. Wir machen das Programm Super-Zwilling, was sehr wichtig ist, so, was jetzt nicht unbedingt mit Hip-Hop zu tun hat. Hat aber dann... Warte. Easy. Okay. Jo. Und ist cool, jo. Wir wohnen zusammen, Alter, und ist richtig cool. Und wir machen das schon. Okay. Geldleber. Erzähl uns mal, wie bist du auf Faith getroffen? Also ich kenne den Faith jetzt 20 Jahre lang. Ne? Und... ja, wir waren als kleine Kinder Indianer fahren und wir waren auch beide auf der Realschule Geschwister Scholl. Und ja, da haben die Wege sich immer so gekreuzt, halt immer switch up so. Er ist ja damals dann nach Selfmade gegangen. Ja, da hat man sich nicht mal gesehen. Was, so. Harlequin Release Party. Er war immer ein Fan davon auf jeden Fall. Hat immer gesagt, geil, 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 das aus Borbeck, das aus Essen, einer bekommt so.
Das ist das Wichtige, Alter. So. Ja, die Wege haben sich halt immer so gekreuzt, aber ich war immer im Background. Ich war immer so im Background, so, weil ich mochte den schon damals gut leiden. Ja, und wie gesagt, da gab halt immer so eine Kreuzung zwischen uns. Ja, und dann stand der eines Tages bei mir vor der Tür und der hat gesagt, Reen, ich brauche Hilfe. Und dann habe ich ihm halt geholfen. Wann war das ungefähr? Das stimmt ja zum Beispiel. Das stimmt, was andere anderen gesagt haben, stimmt ja halt nicht. Und dann, darum geht es halt. Also das war jetzt vor einem Jahr. Da war der bei mir vor der Tür und da hat er gesagt, ja, Reen, ich bin obdachlos. Ich habe nichts, kannst mir helfen? Da habe ich gesagt direkt, ich kann dir helfen, Junge. Ich geb dir hier ein Zuhause. Und ja, ich habe mich gekümmert um die ganzen Papiere, so Personalausweis. Er hatte ja damals noch niemals einen Personalausweis oder sonst was. Ja, ich habe mich um alles gekümmert. Er hätte jetzt auch schon längst seine Zähne fertig, aber das weiß die Community ja auch nicht, dass da viele Schwierigkeiten waren, weil er halt bei der Krankenkasse Schulden hatte, weißt du? Ja, gerade als Selbstständiger und dann kommst du wieder darüber und dann vor. Genau, und da war das Problem, der hätte jetzt schon längst seine Zähne fertig, Gott sei Dank, am 5. Januar hat er seinen Termin und da bin ich auch Gott dankbar für. In welcher Phase hast du ihn getroffen? Weil es war ja bestimmt nicht nur so, dass er jetzt vor dein Haus gekommen ist und gesagt hat, ey, jetzt brauche ich Hilfe. Hast du ihn davor schon beobachtet und Kontakt zu ihm gepflegt? Natürlich, natürlich. Er war auch schon ein paar Mal hier, aber dann ist er verschwunden. Ich habe ja auch mit deinem Bruder ein paar Sachen aufgenommen. Ja, ja, da kommen wir gleich zu, aber der Davut hat ja eine Frage gestellt. Natürlich war der mehrfach dann hier und so und ja, dann waren da ein paar Probleme, dies, das, keine Ahnung, dann ist er wieder verschwunden. Ja, dann die Leute sich halt Sorgen gemacht, wo ist er und so und wir ganzen Borbecker Jungs haben den dann gesucht und dann war da so ein Fall, dass da einer gestorben ist, was weiß ich, am Essen-Westbahnhof und wir haben gedacht, das ist safe. So, und da sind wir ja alle Mann da hingegangen und so was alles. Da sind so viele Sachen. Das ist schon krass. Das ist schon sehr, sehr krass. Ne? Guck mal, der hat aus einer Mülltonne gegessen. Aus einer Mülltonne. Als Goldrapper. Und der ist einfach traurig. Was soll ich dazu sagen? Hat sich das als Freund verletzt, als du Fake so gesehen hast? Natürlich. Natürlich. Sehr verletzt. Sehr verletzt. Guck mal, im Vorfeld dieses Interviews haben wir das Foto von Faith gepostet, von wegen, ey, stellt bitte eure Fanfragen, dies, das. Und haben einige Leute geschrieben, von wegen, hier, der Kollege von Faith, er nutzt ihn nur aus. Und wenn ich jetzt hier bin, Digga, dann sehe ich ein komplett anderes Bild. So, du bietest ihm ein Hort in dem Moment. So, wo er leben kann, wo es vernünftig ist. Das hier ist keine Crackbude, meine lieben Freunde. Wir können gleich hier von mir aus MTV Cribs machen, damit ihr auch checkt, ey, hier ist alles clean, hier ist alles sauber. Und das ist ein Freund, der einem anderen Freund hilft. Und das ist auf jeden Fall etwas sehr, sehr Löbliches. Dafür auf jeden Fall mein Respekt. Hey. Ich helfe dem vom Winzen. Ja, ich meine es ernst. Geil auf jeden Fall. In was für einer Connection steht ihr heutzutage? Ich bin mit dem Christoph ein Team. Wir sind ein Team, Favorin, ein Team. Und wir haben das schon ein bisschen inszeniert im Internet, so aufzufallen, halt mit diese Küchen, Zahlen, dies, das, Livestreams. Ja, weil ich habe halt Marketing immer schon gemocht, sag ich mal. So, ne? Und ich wusste halt, das in eine Szene zu setzen. Halt. So, genau, du machst keine Musik. Nein. Genau, weil voll viele Leute denken, er zieht sich einen hoch, aber in welcher Art und Weise sollst du dich einen hoch? Aber ich zwinge die Leute immer zum Feature irgendwann. Ja, genau. Das kann er machen, so ein Feature. Also, deswegen will ich mal, dass er gesehen wird, so, weil er wird rappen müssen. Und er wird auf jeden Fall auch cool so. Keine Sorge. Ja, also auch wenn er nicht will, aber er wird dann irgendwann wollen, weil ich ein bisschen da so hindränge, weil das ist immer so. So einmal und nie wieder so mäßig. Ja, vielleicht auch öfter von mir aus, ey, wir. Keine Ahnung. Ich schließe das auch nur einmal, zweimal, dreimal gerappt und jetzt ist er dazu, weißt du, wie ich meine? So. Ja.
Man weiß nie, Alter, so. Schläge für Hip-Hop. Aber ich will jetzt nicht sagen, dass ich aus dem Rapstar mache, aber ey, ach, das geht so schnell, Mann, Alter. Man macht zwei Songs und dann ist schon alles vorbei. Man merkt das, Alter, ist das zu Ende. Easy. Aber erstmal voller Konzentration auf deine Karriere, würde ich sagen. Aber er muss rappen, wie gesagt. Er muss rappen und ich werde ihn nicht dazu zwingen. Er wird dann auch verstehen, dass es einfach die Zeit reif ist und das ist geil, einfach geil. Und wenn ich dann nicht, ist ja auch nicht schlimm. Ist dein Kollege. Natürlich, wenn ich dann nicht, ist auch richtig. Aber er wird der Sache verfallen. Das ist zu schön. Was war das für ein Moment, wo du ihn gesehen hast, dass er quasi aus dem Mülltag Sachen rausgeholt hast? Und hast du ihn dann auch drauf angesprochen? Faith, hast du dann deinen Kollegen gesehen? Und hast Ich kam aus Wesel, Alter. Da war er die erste Adresse, wo ich habe überlegt, was fällt mir ein, so, wer fällt mir ein, wo ich mich mal melde, Alter. Und da war er also einfach schicksalsgemäß, oder was soll ich sagen, mein Gehirn hat gesagt, ey, geh dahin, so. Check jetzt mal ab, was der macht, so. Und dann hat sich alles ergeben, weißt du? Also er war die echte erste Adresse, als ich wieder nach Essen kam aus Wesel, war er tatsächlich die erste Adresse, die mir einfiel, die Sinn macht, Alter, so irgendwie vom Gefühl her, und dann seitdem ist das so. Ja, du hast gerade gesagt, dein Bruder rappt auch. Ja. War das die erste Connection, dass ihr beide zueinander gefunden habt? Nein, ich kenne Christoph, wie gesagt, schon fast 20 Jahre. Nee, ich meine, dann wieder zueinander gefunden habt. Wie war das nochmal? Nein, das war so, ich habe mich damals gezankt mit meinem kleinen Bruder um eine Bratwurst und Frikadellen. Mhm. So eine komische Geschichte war das. Und was willst du lieber? Willst du jetzt Bratwurst haben zum Kartoffelsalat oder Frikadellen? So war das. Ja, und da habe ich Christoph getroffen bei Kaufland. Er war eine Mickey Mouse Hose, so kurze Hose, im September war das ungefähr. Ja, und keine Ahnung, da habe ich dann Christoph halt mitgenommen zu meinem kleinen Bruder, und ja, der hat gerappt, ich nicht und so weiter. Ich kannte den Christoph schon vorher. Da habe ich mal Fliegender Teufel von mir, habe ich da aufgenommen bei dem. Genau, da hat er so ein paar Sachen aufgenommen. Bleibt tot. Ja. Bleibt tot. Und wenn er kommt, da sind schon wichtige Sachen auf jeden Fall. Da sind so ein paar Sachen entstanden und so. Und damals auch mit den Sachen da alle, wie man das im Internet verfolgt, so, ne? Ja, wie gesagt. So war das halt alles. Ja, da habe ich da mitgenommen. Ja, da wurden ein paar Sachen da aufgenommen und dies und das. Keine Ahnung, ja. Bist du ihm dankbar, dass er dich quasi aufgenommen hat und du hier erstmal ein Zuhause gefunden hast? Natürlich, auf jeden Fall. Klar. Ja. Absolut. Man darf nicht undankbar sein, sowieso nicht. Ja, will man ja auch nicht. Safe, also safe. Ist alles. Natur ist ja so. Das ist cool, Alter. Sehr, sehr wichtig. Was für eine Vision hast du in der Zukunft rund um quasi jetzt euer neues Team? Was siehst du und was denkst du, könnte man reißen oder was kann der Faith reißen in der Zukunft? Also, denkst du oder sagst du, er ist ready für die Hip-Hop-Karriere wieder? Also ich würde erstmal sagen, die Gesundheit, die spricht vor. Ich würde erstmal sagen, dass der Christoph so seine Zähne jetzt für dich macht. Ja. So der ist safe, so natürlich, aber wenn er in der Medienwelt... Natürlich. Genau. So und... Schöne neue Beißer, dann glänzt alles wieder. Hollywood-Smile, dann. Ja, ich habe den Christoph... Man will ja irgendwann mal wieder mit Weibern rumlecken. Ja, safe. Ich habe den Christoph rappen gehört und Deutschrap kann sich auf was gefasst machen. Da wird, glaube ich, da wird was kommen. Bin ich fest von überzeugt. Ich hab den Christoph rappen gehört und ich habe Gänsehaut gekriegt, die ist das, keine Ahnung. Und ja, wie gesagt, willkommen in unsere Crackbuden. Ne? Ganz normale Wohnung auf jeden Fall. Wie lange wohnt Faith schon bei dir? Und was für eine Transformation hast du rund um seine Person gesehen? Okay. Was ist mit ihm passiert? Von wo kam er und wohin geht der Weg? Okay. Der Christoph wohnt ein Jahr jetzt hier bei mir. Und der hat sich auf jeden Fall viel, viel verbessert. Er nimmt keine Drogen mehr. Er trinkt ab und zu mal so eine Gallone, das ist ein Wein. Das war es aber auch. Aber sonst geht er alle Schritte nach. Er geht wirklich fokussiert nach, seine Sachen alle. Ja. Und das freut mich auch. Also sagst du, er ist jetzt ready, wieder Deutschrap anzugreifen? Ich würde jetzt noch nicht sagen, jetzt. Würde ich nicht sagen, weil
wie gesagt, die Gesundheit zählt auch. Ich sag mal, wenn du fokussiert bist und so was, er kann sie ja nicht präsentieren, da so gesagt. Aber er ist auf einem guten Weg. Er ist auf einem guten Weg. Er ist wirklich auf einem guten Weg. Ihr seid öfter mal live auf TikTok etc. Das sind ja auch diese ganzen Ausschnitte, die viele Leute mitbekommen von dir und ihm. Und wo du auch ein Stück weit Kritik bekommen hast, von wegen, ey, Faith, das ist Scheiße. Und ihr geht vor Kamera. Scheiße. Gibt es einen Plan dahinter oder ist das alles nur spontan? Nein. Da muss ich sagen, da gibt es einen Plan dahinter, natürlich. Ich habe nicht Marketing irgendwie studiert oder sonst was. Ich habe es halt so gelernt. TikTok ist wichtig geworden. Ja, ich hab das immer so, wir haben das inszeniert. Natürlich ist das authentisch, wir haben einen getrunken und dann haben wir das irgendwie so gemacht. Natürlich. Viele verspüren den Drang so und wir gehörten auch dazu so und dem Drang sollte man nachgehen, wenn er ruft. Dieser Drang, sich da irgendwie zu präsentieren, dann sollte man das machen, so, warum nicht, Alter? Ich verstehe auch Leute, die nicht den Drang haben, sind genauso cool wie wir, keine Frage. Aber manche haben leider den Fluch, Alter, und gehen eben dem Fluch eben nach, so. Jo, da kann man dazu sagen, weißt du? Easy. Was die Instinkte so herbeirufen, was man jetzt machen muss, Alter. So. Manche müssen TikTok, Alter. Ja. So. Das ist der Wahnsinn. Manche TikTok, manche Onlyfans. Was sind die Sachen, die du noch vor Kamera sagen möchtest? Erstmal du. Ich? Ich bin der Reman. Ich wünsche Christoph Alex, den Favorite, alles Liebe und alles Gute für die Zukunft. Toi, toi, toi. Und meldet euch. Ja, dass die Leute sich melden. Stopp erstmal, wo kann man sich melden? Weil vielleicht wollen sich jetzt einige Leute melden. Kannst du einblenden gleich? Gerne. E-Mail-Adresse oder Instagram? Instagram. Ah, Instagram, alles klar. Ja, okay. Kommt dann Einblendung jetzt. Mach mal so unten in der Videobeschreibung einmal checken. Genau, da können die sich gerne melden halt. Wir haben ja einige... Und mach seriös, ihr wisst, wir haben ja wichtig. Einige Ideen. Das ist wichtig. Wir haben ja wirklich einige Ideen. Und wenn Straight Black jetzt noch irgendwo eine Rechnung offen hat, ruhig mal melden und ich check vorbei. So, wäre einfach nur cool. Es geht wieder los, Leute. So. Ja Mensch, Faith, was sind deine letzten Worte an deine Hörer, Fans, meine Supporter, Leute, die du wirklich hast, sehr, sehr lange warten Liebe, lassen? Liebe ist die Kraft, so. Liebe ist alles, Liebe ist alles Gute. Und damit ist nicht zu spaßen, so, wer keine Liebe hat, flieht aus dem Fenster. Ja, Mann. Das war's. Alles klar, meine lieben Freunde. Das war das große Favorite-Interview hier aus Essen. Danke auf jeden Fall für den Talk. Ah, und wir haben noch ein paar Fanfragen, die auf jeden Fall sehr, sehr heiß erwartet werden. Ich danke dir ebenfalls. Geiler Typ. Haut rein. Ciao. Tschüss.